Ja, kein Ding. Bei unserem System. Also bei uns wahrscheinlich so Viertel nach wahrscheinlich. Man kann es, theoretisch ist dieses Produkt schon bestellbar, nur der Preis ist noch nicht eingetragen und sowas. So ist auf der anderen Seite. Wir haben Ton. Wir haben Ton. Sind wir live? Hallo. Ein bisschen behind the scenes, aber wir haben Ton. Es war bis jetzt noch nicht klar, ob wir Ton haben. Nee, bislang wussten wir noch nicht wirklich, ob alles funktioniert, aber es scheint so zu sein. Ich mache es mir mal eben kurz auch noch auf, damit ich auch noch was sehen kann. Und ich schalte mal hier bei mir auch gerade gleichzeitig noch den Chat ein. Ja, Dito, hallo zusammen. Also sorry, dass ich hier mit dem Laptop sitze, für alle diejenigen, die anwesend sind. Ich verfolge gerade noch nebenbei ein bisschen den Chat in meinem Kanal, weil wir haben uns nämlich überlegt. Ja, wir wollten uns mal ein bisschen was anderes machen. Wir dachten uns, sowohl bei uns, also beim Lachs, und vor Ort ist mal was anderes, genau. Eine kleine Herausforderung, aber eigentlich ganz cool. Nennt man dann Streaming Next Level, ne? Ja, Next Level. Drei Sachen gleichzeitig. Deswegen Anfangsschwierigkeiten ein bisschen. Lennart, kannst du einmal bitte noch jemanden reinlassen? Danke, die Regie ist natürlich immer on point, was sowas angeht. Ach genau, ich habe ja, WLAN ist down, hast du gesagt, ne? Mhm. Mhm. Ja, kein Problem. Ja, Lachs, wir haben uns hier versammelt. Gleich ist... Bei uns hat noch keiner den Schwarz. Nee, was das ist, hat noch keiner gesehen. Da gibt's nichts. Aber theoretisch haben wir gleich was da, was man zeigen kann. Und praktisch könnt ihr es auch in die Hände nehmen. Von daher, vielen Dank. Auch sehr gut. Von daher, bisschen gespannt sein, aber dann gibt's auch was in die Hände. Dann kann man da auch mit rumspielen und das Ganze auch genießen. Ich gucke eben kurz, dass mein WLAN funktioniert, dass ich den Chat auch sehen kann. So, iPhone. So. Kurz, Moment. Ton aus. So, ich sehe uns, ich sehe Zuschauer. Hallöchen. Ist genau, Merlin, es steht noch nichts auf dem Tisch. Das ist alles Deko. Das muss heutzutage so, das ist neu modern. Genau. Aber wir glauben, es funktioniert das so langsam. Deswegen noch ein kurzes Wort einfach so vorab, bevor es wirklich losgeht. Wir gucken den Stream gleich zusammen von Sony. Mit der Ankündigung und dann, was vorgestellt wird. Internet ist natürlich groß am Hypen in dem Moment, aber man weiß natürlich nicht genau. Das gucken wir uns an und danach wird es nochmal erklärt in einem Zweigespräch. Wir haben ein paar Sachen, wir zeigen das Display, die Funktion. Jeder darf es auch mal anfassen und damit rumspielen und natürlich auch gerne bestellen. Ne? Also wer möchte, ist absolut kein Problem, können wir machen. Super, danke schön. So. Man kann es nur, wenn die vorne sitzt, nicht sehen. Ja, das ist immer guten Tag, einfach Platz nehmen. Kommen noch ein paar mehr, also von daher einfach so Platz nehmen und genießen. In letzter Zeit hatten wir auch schon ein paar Neuigkeiten gehabt. Dazu können natürlich auch gerne Fragen gestellt werden. Wir haben alles so mal vor Ort gehabt, wir haben alles mal rumgespielt, getestet. Wir haben einen Hall, wird gerade gesagt, im Ton. Ein Hall, da muss sich der Lennart drum kümmern, dass das nicht mehr halt. Ich wollte es eben nur. Ja, perfekt. Naja, das wird noch ein bisschen dauern. Ich erzähle am besten vorher noch ein bisschen, bevor es wirklich losgeht, noch um Fotokoch allgemein. Als Fotohändler in dem Moment, wir haben uns hier versammelt. Man kennt uns vielleicht schon von ein paar normalen Streams oder vom Online-Shop in dem Moment. Auch vielleicht auch mal mit uns schon telefoniert. Und von daher begrüßen wir auf jeden Fall alle, die schon hier vor Ort sind und natürlich alle im Stream bei uns. Und wir würden uns freuen auf rege Beteiligung, also Fragen sowohl im Chat bei dem Lachs und bei uns und natürlich auch hier vor Ort, wenn ihr irgendwas habt, einfach rausschießen in dem Moment und versuchen alles zu beantworten in dem Moment. Wir haben auch demnächst noch ein weiteres Event, das wird auch wieder live sein, das sind unsere Fototage. Das sind Rabattwochen nächstes Mal, wir feiern eigentlich zweimal im Jahr so ein bisschen unser Geschäft in dem Sinne. Da gibt es Angebote, da gibt es Livestream, ein paar Programmpunkte, Lachs kommt auch wieder. Wird nochmal ein bisschen was zeigen in dem Moment. Von daher da auf jeden Fall auch mal einen Blick drauf werfen. Das ist vom 5. bis 9. November in dem Moment. Da gibt es Angebote ohne Ende. Genaues Programm kommt noch online die Tage. Könnt ihr auf der Homepage nachgucken. Lennart, wir haben den Ton wirklich doppelt und dreifach scheinbar.
Okay. Stimmt, bei uns wird gesagt, kein Hall. Moment. Okay. Hast du bei dir Mikrofon auf on? Ich habe nur den Ton durchgeschliffen, mehr habe ich nicht gemacht. Ich schalte es mal gerade um, Moment. Ja. Wir testen eben noch die letzten Sachen. Ich muss noch einmal kurz das Bild brennen. Vielen Dank. Nehmt einfach Platz, sucht euch das. Falls gleich keine Stühle mehr da sein sollten, dann muss noch mal kurz was organisiert werden. Aber das kriegen wir hin. Platz ist in der kleinsten Hütte. Von daher absolut keine Panik. Das ist natürlich schlecht. Das ich schätze. Übrigens, wenn man vorher. es war ein sehr knappes Unterfangen gerade. Wir hatten noch ein paar Schulungen gehabt. Kann. Genau, deswegen konnten wir nicht viel testen. Aber wir hoffen mal, dass Bild und Ton jetzt auch gleich auf beiden Kanälen gut funktioniert und das Ganze genossen werden kann. Ich frage mal so in die Runde, alle schon Sony-System oder gibt es hier welche, die neu einsteigen möchten? Ah, rege Beteiligung. Okay, fragen wir so, die allbekannteste Kamera, ne? Sony 7.3, Händchen. Ah, da gehen schon ein paar Fingerchen nach oben, okay. Kleinere Systeme, so 6000er Reihe. Okay, oder noch kleinere, so ZVE 10, ZV1. Ah, doppelt belegt, sehr schön. Okay, also Sony-System ist so ein offenes Geheimnis, sage ich jetzt einfach mal. Letzter kam viele Neuerungen, ZVE 10 in dem Moment, was natürlich auch eine schöne Neuerung schon war, auch für solche Streaming-Angelegenheiten hier sehr interessant. Wir haben uns, wenn man sich so ein bisschen umguckt, den Leuten vor Ort kann man es auch ein bisschen erklären, was wir gemacht haben. Wir haben hier eine Traverseaufgang oder drei Kameras dran geklemmt und das Ganze wird jetzt über so ein Mischpult gemacht in dem Moment. Das heißt, gleich kann der Kollege, der Lennart, im Stream zwischen den Kamerawinkeln hin und her schalten. Ihr werdet so nicht zu sehen sein, höchstens mal ein bisschen von hinten oder von der Seite, je nachdem wie der Winkel gerade ist, aber wenn dann auch sehr unscharf, von daher keine Panik. Keiner wird hier abgefragt, der nicht möchte, keiner muss vor die Kamera, keiner muss an die Tafel. Ne? Also von daher absolut easy going, aber wenn Fragen sind, gerne reinrufen. Wir wiederholen es nochmal, weil wir kein Rundgabemikrofon haben in dem Moment und dann hat es auch der Stream wieder für sich. Genau. Bei mir immer noch im Ton, deswegen hänge ich da leider immer noch, es tut mir sehr leid. Okay. Das Problem ist, ich kann entweder vor der Kamera sitzen oder das Problem ist Streamfix und beides gleichzeitig halt sehr schwierig. Also ansonsten, also wir haben gleich, in 5 Minuten geht der große Stream los, dann werden wir noch so ein bisschen an der Technik feilen. Da wird jeder große Stream gezeigt. Genau, guck mal wegen der Technik. Und dann testen wir das noch einmal. Wir hoffen auch, dass der Fernseher groß genug ist. Was Größeres hat nicht immer die, ne? Also 75 Zoll. Musste gehen, dass es auch jeder sehen kann. Wir haben auch gleich ein bisschen Wasser haben wir da. Bier haben wir nicht mehr geschafft zu organisieren. Es tut uns fürchterlich leid. Aber ich hoffe, Wasser ist auch in Ordnung. Ja, wir lernen nächstes Mal mit dazu. Das war alles ein bisschen zu viel Panik. Genau. Also von daher, nächstes Mal gibt es auch was anderes zu trinken in dem Moment. Aber vor allem auch gleich, wenn es läuft, dann ist auch der Ton aus. Ne? Ihr könnt euch gerne unterhalten in dem Moment. Ein bisschen. Wenn es euch richtig gut gefällt, könnt ihr auch aufstehen und springen. Das sieht man trotzdem ein bisschen im Video. Ne? Also von daher, könnt gerne ein bisschen Party machen, da sind wir relativ entspannt, was das angeht. Lachs wahrscheinlich immer noch ein bisschen hinterherhängend, genau. Aber dann testen und lösen die letzten Probleme auf jeden Fall, während der andere Stream läuft. Für die Leute, die jetzt hier zuschauen im Livestream, wir haben gleich das Bild nur ganz klein eingebunden. Man wird es nicht ganz sehen, was Sony selber präsentiert. Das Ganze kann man dann auf der Sony-eigenen Seite oder dem YouTube-Kanal von Sony verfolgen. Unten bei der Beschreibung von diesem Livestream bei Foto Koch, dort ist ein Link, da einfach draufklicken, dann kommt ihr auf die richtige Seite, wo der Stream dann eingebunden ist, damit es dann dort auch in voller Pracht genossen werden kann und dann auch Informationen gezogen werden. Dabei schon ein paar Notizen machen, gerne auch schon direkt in den Chat, wenn ihr das habt und dann hole ich das im Nachgang wieder. Aber bitte, falls ihr dann später die Frage akut habt, nochmal posten, damit ich einfach nichts übersehe. Weil ein paar mehr Leute im Chat sind, dass es das nicht untergeht in dem Moment. Ich schätze mal, das ist bei dir ähnlich. Ich bin jetzt auch wieder voll bei euch, sorry. Perfekt. Tonproblem ist gelöst. Frag mich jetzt nicht, woran es lag. Bin neu gestartet, alles geht. Ja. Ja, jetzt auch ein bisschen entspannter. Okay, super, perfekt. Genau, wir haben, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, wir haben schon ein paar Leute, eigentlich hat jeder schon Sony. 7.3 ist so die breiteste Kamera in dem Moment. Komisch. Ne? Komisch, ganz komisch. Und dann gucken mal, was die neue Kamera so zeigen wird, was das Ganze dann gibt. Wir müssen auch gleich mal gucken, dass ich den Fernseher noch ankriege und den Stream sofort finde, aber das schaffe ich bestimmt. Für dich so aufs Jahr jetzt gerade noch gesehen, es gab ja viele Neuerungen, vor allem jetzt in letzter Zeit. Mhm. Was ist aktuell so dein
Highlight an Neuerungen, was wir so dabei haben? Was ich haben. Unbedingt in die Hand kriegen will, ist das neue 70-200-2.8. Ich durfte es ja schon einmal kurz auf dem Händler-Event anfassen. Mhm. Und ich muss sagen, es ist der Knaller. Ne? Also wenn ihr das in die Hand nehmt, das fühlt sich an wie ein leeres Objektiv. Also es ist wirklich ist halt irgendwie 435 Gramm leichter. Ja. Und ich erlebe das ja immer auf den Messen, auf den Veranstaltungen, wo ich bin. Die Leute kommen immer und sagen, ja, 70-200-2.8, ja, aber vielleicht nehme ich auch das 4, weil das ist so schwer. Das 2.8er ist mir zu schwer. Jetzt hast du einen 2.8er, was in der Leistung, habe ich noch nicht getestet, müsst ihr dann bitte probieren, wenn es ausgeliefert wird, noch besser sein soll, und aber halt 435 Gramm leichter. Ja. Also von daher, glaube für viele Leute eine richtig interessante Geschichte. Ja. Und was man sofort merkt, da bin ich ja jetzt der richtige für, der Autofokus ist halt extrem viel schneller. Ne? Und ich bin ja so ein Autofokus-Typ. Mhm. Deswegen für mich wäre das alleine schon ein richtig großer Grund. Ja. Aber Shootout habe ich noch nicht geschafft, da freue ich mich drauf. Ja. Was mich bei den 70-200er so extrem auch begeistert hatte, war die Naheinstellgrenze mit den bei 70 mm auf 40 cm. Da kann ich quasi mein Gesicht an die Linse halten in dem Moment und das kriegst trotzdem noch scharf. Und natürlich auch selbst auf 200 mm immer noch 82 cm. Das ist immer noch weniger als damals die alte Version selbst auf 70 mm hatte. Das ist Hammer. Und das ist vor allem für Leute zum Beispiel auch, die Reportagen machen, für Hochzeiten relativ interessant, weil der Raum so eng sein kann und dann noch das Gewicht dazu als Ersparnis. Geil. Du bist halt einfach flexibler, ne? Ja. Und das macht halt echt Spaß. Also eine kleine, leichte Optik im Verhältnis, ne? Mit einer tollen Naheinstellgrenze, mit einem schnellen Autofokus. Und jetzt müsst ihr euch überlegen, das alte Objektiv ist knapp über 5 Jahre alt. Ja. Also nach 5 Jahren kommt dann eine neue Version. Daran sieht man so ein bisschen, was ja auch heute Thema sein wird. Es geht ja um Innovation. Ne? Um wie kann man Kameras, wie kann man Objektive verbessern, um eben ein noch besseres Film- oder noch besseres Fotografiererlebnis. Ja, und ich würde mal sagen, wir haben jetzt 1 Minute vor. Ich schalte mal drauf und wir gucken uns auch an, was Sony jetzt wirklich als Neuerung denn so reinbringt. So, mein Ton ist noch ein bisschen zu leise, ansonsten scheint alles zu laufen. Erstmal habe ich den Fernseher erstmal ausgemacht, statt anzumachen. Das ist auch super. Hallo. Ja, ich kann mal gucken. Ja, ja, ich weiß. Ich muss nur gucken, ohne dass ich jetzt das Kabel abmache. Unser WLAN funktioniert aktuell nicht, ne? Ah, ein paar technische Probleme kenne ich ja von Livestreams. Ist jetzt alles nicht so... warte mal eben. Schaut mal an. Was haben wir denn noch? Das andere ist mein Telefon. Ja, ja. Okay. Ich habe ja auch meinen Hotspot an, aber den findet er tatsächlich nicht. Ich bin auf plus. Ich gehe mal auf plus 20. Amateure. Ja, das tut uns leid. Im Livestream wird man uns schon ausgelacht in dem Moment. Von ja, daher, was soll ich sagen? Ja, ja. Am besten jetzt gerade auf den richtigen Kanal, auf den richtigen Kanal von Sony gehen. Da gibt es dann keine peinlichen technischen Probleme. Hoffentlich. Aber wir wollen es natürlich auch gleich richtig haben. Ja, wenn man eine Viertelstunde vorher noch alles live gefixt. Gut. Dann nur, ist das mein iPhone, was da oben gezeigt wird? Mein? Das ist auch so toll, alle nennen es ihr iPhone. Ich mute mich mal einmal ganz kurz. So. Keiner verbindet sich mit dem Hotspot, sonst gibt es keinen Screen. Das ist ein V-Master, genau. Also das neue 70-200 ist, wie gesagt, die Nachfolgeoptik. Es wird das erste weiterhin geben. Also wer da ein bisschen Geld sparen will, weil das ist natürlich im Preis natürlich in den letzten 5 Jahren ein bisschen gesunken, der kann das immer noch kaufen. Wer zum Beispiel sagt, Gewicht spielt für mich keine Rolle,
Das neue ist halt wirklich deutlich angenehmer. Von der Größe ist es fast identisch. Und es hat einen Blendenring dazu bekommen. Das erste Zoom-Objektiv mit einem Blendenring, was das angeht im Sony-Line-Up. Und ja, ich habe es, wie gesagt, nur kurz in der Hand gehalten. Ich habe noch keinen Vergleich gemacht. Erster Eindruck sah gut aus. Ne? Aber viel mehr kann ich da leider noch nicht zu sagen. Es gibt auch, wenn ich richtig verstanden habe, nur ein Sample in Deutschland im Moment. Also nur ein Pressesample und dementsprechend gibt es jetzt auch noch nicht zum Testen.
oft einen rausgehauen, Sachen, die ich auch nicht... Das wusste ich auch vieles davon nicht. Ja, ja, woher alles auch? Klärchen. Warum auch nicht? So, ich schalte mal eben schon mal wieder auf unsere Inputs, dass wir da gleich... Sehr gut. ...was zeigen können. Magst du den Deckel denn lüften? Wenn ich darf. Selbstverständlich. Also, mittlerweile, ne? Tada! Tada! Wenn du das Kabel wegnehmen, dann sieht es ein bisschen besser aus. Brauchen wir gleich, damit wir auch was zeigen können. Ja, man mag es nicht glauben, nach ein paar Jährchen und nach irgendwie jedem Jahr Gerüchten ist es dann doch mal soweit. Die Sony 7.4 ist endlich da. Und sie ist toll. Also, man hat schon ein paar Sachen gesehen. Ich glaube, so der erste Eindruck ist erstmal positiv, so von dem, was man gesehen hat, ne? Okay, wir wollen euch jetzt nicht mit einer Präsentation langweilen. Das hatten wir gerade genug gehabt an den ganzen Details. Genau. Interessanter ist es natürlich, wirklich mal reinzugehen. Ja, prinzipiell kann man ja sagen, Sony hat eigentlich das fortgesetzt, was sie die ganzen letzten Jahre gemacht haben. Ja. Nämlich, sie haben kontinuierlich alles weiterentwickelt. Das hatten wir eben beim Vorgespräch ja schon ein bisschen beim Thema Objektive. Genau. Hier ist es auch so. Die Kamera hat sich im Bereich Fotografie extrem gut weiterentwickelt, ja. Im Bereich Video. Und das ist so für mich eigentlich der wichtigste Punkt. Es ist eigentlich jetzt eine wirkliche Hybridkamera. Ja. Wir hatten da im Vorgespräch schon ein bisschen drüber gesprochen. Ganz viele Leute kaufen sich eine Alpha 7 III, um damit Videos zu drehen. Und das ist auch eine echt tolle Kamera, aber sie hat natürlich so ein paar Einschränkungen, weil sie eigentlich als Fotokamera konzipiert war. Und Sony hat jetzt hier quasi alle diese Sachen über Bord geworfen. Also diese ganzen Einschränkungen gibt es eigentlich nicht mehr. Und sie haben das dazu gepackt, was für Filmemacher richtig interessant ist. Heißt nicht, dass man damit nicht toll fotografieren kann. Bitte versteht das jetzt nicht falsch. Aber das ist halt so ein großer Shift, was die Bedienbarkeit angeht. Und das sieht man dann halt an dem umprogrammierbaren Rad und so weiter. Ne? Mhm. Also gibt es so ganz viele kleine Details, die das Ganze dann interessant machen. Ja. Bei mir ist meistens so der Aufnahmeknopf, also der Record-Knopf für Video, der mittlerweile an sehr vielen Positionen schon gewandert ist bei Sony und jetzt endlich mal einen Platz gefunden hat, wo er auch Sinn macht. Und das macht halt beim Hybriden auch ein bisschen mehr Sinn, ihn dort auch zu haben, dass man nicht aus Versehen irgendwie mal löst. Sollen wir vielleicht einfach allen mal so die wichtigsten Änderungen zeigen? Also fangen wir erstmal außen beim Gehäuse an. Ne? Klar, habt ihr es eben schon so ein bisschen mitgenommen. Ich mache auch mal das Mini-Stativ weg. Das hatten wir jetzt, damit wir ein bisschen was sehen können. Damit es größer aussieht. Aufgestellt. Genau. Und zieht es ein bisschen flach auf den Tisch. Das Erste, was einem auffällt, ist natürlich das Klappdisplay. Habt ihr alle gesehen, ne? Haben sich super viele Leute gewünscht. Ist natürlich auch da. Mit voller Touch-Funktionalität ist ja ganz klar. Was mir als Erstes aufgefallen ist, ist tatsächlich dieser kleine Ring hier hinten. Und zwar gibt es hier vorne so einen kleinen Schalter. Wenn ich den drücke, kann ich hier hinten den Modus switchen. Habt ihr eben auch im Video schon mal groß gesehen. Zwischen Foto, Video und S&Q, also Slow und Quick Motion. Das war mir als Erstes aufgefallen. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, weil ich es halt nicht gewohnt bin, ist, dass oben das schwarze Rad. Ja. Also wenn wir uns das bei einer anderen Kamera angucken, ich kann jetzt mal die 7.3 im Vergleich nehmen, dann seht ihr, da ist eigentlich das Belichtungskorrekturrad mit fest aufgedruckten Werten. Ja, das geht also von -3 bis +3. Ihr könnt es auch gleich nochmal anfassen, alle, die hier im Raum seid. Ne? Könnt ihr euch nochmal selber ein Bild machen. Und das ist natürlich so ein bisschen limitiert. Das Rad hier ist zum Ersten lockbar. Also ich kann es eben als Belichtungskorrektur nutzen, aber ich kann es halt so weit drehen, wie ich mag. Also ein klassisches Einstellrad, es hat also keinen Endanschlag und es ist halt auch mit einer anderen Funktion programmierbar. Das heißt, wenn ihr sagt, Belichtungskorrektur interessiert mich aber gar nicht, dann könnt ihr auch die anderen Funktionen dahinlegen. Es ist also quasi ein Multifunktionsrad vielmehr. Und was mich natürlich super gefreut hat, ist das hier. Ja. Großer HDMI-Port für alle, die filmen, mit Sicherheit ein ganz, ganz großes Plus. Diese Mikro-HDMI-Stecker, die Kabel gehen halt, wenn man das oft benutzt, so 10 bis 20 Stück habe ich immer im Jahr gebraucht. Ja. Jetzt brauche ich halt noch zwei Kabel im Jahr, habe dann keinen Stress mehr. Mhm. Gott sei Dank gehen die Buchsen nicht kaputt. Aber das ist so das Erste, was einem von außen auffällt. Ansonsten muss ich sagen, hat es mich nicht sehr überrascht. Warum? Das Gehäuse kenne ich so von der 7S III schon. Also es ist natürlich ein bisschen größer als das Gehäuse der 7.3, ist ein bisschen dicker. Das hängt zum einen an dem Display, zum anderen an dem, habt ihr vorhin gesehen, an diesem Heat Dissipating Aufbau, also der Möglichkeit, die Hitze schnell an das Gehäuse abzugeben. Der Griff ist ein bisschen höher. Also hier der Griff, wenn man von der Seite guckt, dann geht der so runter. Und der Griff hier bleibt eben oben. Das ist so dieser halbe Zentimeter mehr. Das werden jetzt alle Leute, die sehr große Finger haben, mit Sicherheit sehr zu schätzen wissen. Man nimmt ihn in die Hand und fühlt sich halt direkt zu Hause, ne? Und das Gehäuse haben wir ähnlicher Form ja bei der 7S III eben auch schon. Deswegen war es jetzt für mich nichts Neues. Ich arbeite halt mit der 7S III, die habe ich euch hier hingestellt.
Deswegen fand ich das jetzt nicht so ungewöhnlich. Nö, aber es war auf jeden Fall ein Update, was man brauchte, weil es ja auch die Hybridkameras, die man immer mit dabei haben möchte. Deswegen braucht man auch die Ergonomie einfach, die sich hier dann auch wieder durchzieht, damit man es immer dabei haben kann und keine Ausreden mehr hat, irgendwie liegen zu lassen. Genau, das waren so die von außen so die wichtigsten Punkte, die mir aufgefallen sind. Super, dann gehen wir mal direkt nach innen, die Features. Ja. Was am ersten natürlich auffällt, ist die Megapixelzahl. Mhm. Ja, wir haben eine Erhöhung, das heißt für die Leute, die vorher waren, 24 Megapixel war schon eine gute Ansage. Jetzt mit über 30 Megapixeln gehen wir langsam schon so, ich finde, so in Richtung der Resolution-Reihe eigentlich. Also wir machen die Lücke immer kleiner in dem Moment, wenn man jetzt sowas wie eine 7R3 noch sieht in dem Moment. Sind ein paar 10 Megapixel ist noch dazwischen. Wir gehen so langsam in die Richtung. Ja, aber man kann ja prinzipiell sagen, bei allen Kameras gibt es immer höhere Auflösungen, weil höhere Auflösungen in der Regel mehr Vorteile als Nachteile mit sich bringt. Und jetzt höre ich natürlich als Gegenargument immer, aber das Rauschen wird ja höher, das stimmt natürlich auch. Das Rauschen im einzelnen Pixel wird höher, aber dadurch, dass ich eine höhere Auflösung habe und quasi viel mehr Rauschen, werden halt die einzelnen Rauschpunkte ja im Prinzip kleiner, wenn man das gesamte Bild sich anschaut. Ne? Und damit wird das Rauschen ganz häufig unauffälliger. Wenn man also ein hochauflösendes Bild nimmt und kleiner rechnet, dann sieht es meistens genauso gut aus wie ein niedrigauflösendes Bild. Das heißt, dieser Nachteil ist in der Praxis einfach nicht so groß. Mhm. Und da gab es ja inzwischen auch von einigen sehr bekannten YouTubern ein paar schöne Videos zu, wo ich sagen musste, das haben sie sehr, sehr schlau erklärt und sehr, sehr gut erklärt. Und von daher kann ich das immer nur empfehlen, sich das was mal anzuschauen, ne? Dass man einfach mal guckt, macht es Sinn. Wenn ihr jetzt nativ die Bilder so direkt nehmen wollt, dann ist das Rauschen bei einer höher auflösenden Kamera wie bei der 7R4 höher als bei einer 7R3 oder bei einer Alpha 7. Aber wenn man das Bild kleiner rechnet, ist es halt fast identisch. Und dann ist der Nachteil eigentlich nicht da. Der Vorteil ist aber, ich habe mehr Details. Also ich kann halt größer vergrößern und so weiter. Und deswegen glaube ich, ein schlauer Schritt. Was mich am meisten überrascht hat, kann ich ja auch mal erzählen, ich weiß nicht, wie es euch geht, da könnt ihr ja gleich auch mal gerne ein bisschen Feedback zu geben, war Augenautofokus für Vögel und dann auch im Video, weil es ist ja die erste Kamera, die das kann. Ne? Und Augenautofokus ist ja ein Thema, das braucht relativ viel Prozessorleistung, ja, vor allem, wenn man es halt in Echtzeit machen möchte. Und ich habe genau das natürlich auch direkt ausprobiert. Ich habe ja mit der Kamera schon mal anderthalb Tage spielen dürfen und habe ein Video dazu gedreht, findet ihr bei mir im YouTube-Kanal, wo ihr dann auch den Vogelaugen-Autofokus während der Videoaufnahme mit 50 Bildern sehen könnt. Und der funktioniert erstaunlich gut. Also muss ich sagen, da hat sich im letzten halben Jahr quasi nochmal richtig viel getan. Ja, generell, wenn man jetzt von einer 7-3er kommen würde, ist das hier einfach ein Riesensprung. Jetzt nicht nur mit dem Vogelautofokus, sondern auch allgemein, was Tracking angeht, hat man hier einen massiven Sprung. Also für die Leute, die eine 3er warm, ne? Und gleich mal in die Hand nehmen, ihr werdet deutlich merken, was da noch mal Neues mit dazugekommen ist. Vielleicht mal Echtzeit-Tracking zeigen, weil das ist ja eine der neuen Funktionen, die dazugekommen ist. Die gibt es auch schon in anderen Sony-Kameras, aber die 7-3 war dafür eben immer zu langsam. Ja. Und ich mache das mal ganz einfach. Ich schließe einfach die Kamera mal für euch an. Ich gehe jetzt in den Fotomodus dafür, geht auch im Videomodus. Aber ich zeige es jetzt einfach mal im Fotomodus. Und ich stelle das Tracking mal auf die Mitte. Ja, das heißt, ich habe jetzt einfach hier im Menü über die Fn-Taste Fokusfeld gewählt, ganz unten Tracking. Und was jetzt passiert ist, das Echtzeit-Tracking ist aktiv. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf die Kamera ziele und den Auslöser drücke, dann bekommt ihr das kleine grüne Kästchen mit den zwei Strichen an der Seite. Und jetzt merkt sich quasi die Kamera die Entfernung zum Motiv, die Farbe und vor allem aber auch das Muster. Und das bedeutet, quasi das Motiv wird gespeichert und wenn ich jetzt die Kamera bewege, dann seht ihr, was passiert. Das wird nachverfolgt, egal was ich mache. Das konnte eine Alpha 7-3 nicht. Ja. Und das ist natürlich auch kombiniert jetzt zum Beispiel, keine Angst, es passiert hier nichts Schlimmes, mit der Gesichtserkennung. Ja? Das heißt, wenn ein Gesicht erkannt wird und der Augenautofokus angeschaltet, so wie jetzt, springt er sogar von diesem Tracking direkt auf das Auge. Wenn ich das jetzt ausschalte, kann ich ja mal gerade machen. Ich gehe mal auf Autofokus und, war ich eins zu schnell. Und wir schalten mal den Augenautofokus aus. Der ist noch zwei weiter unten, jetzt habe ich gepennt. Ja. Seht ihr, Vogel, Tier und oben drüber kann man es ausschalten. So, jetzt schalte ich den Augenautofokus aus. Jetzt haben wir das grüne Kästchen ohne den Augenautofokus, aber es funktioniert halt ganz genauso. Ich kann quasi jedes beliebige Motiv nachverfolgen. Könnte ich entweder per Touch aktivieren oder so wie ich es jetzt gemacht habe, hier über das Tracking. Und hier unten könnt ihr den Startpunkt wählen. Das heißt,
Wenn ich jetzt sage, ich möchte aber jetzt den Bildaufbau gerne so haben und dich dann tracken, dann lege ich einfach mein Fokusfeld hier hin, ja, und starte halt dann mein Tracking und dann wirst du nachverfolgt. Ne? Geht ganz genauso. Seht ihr? Ich habe also quasi nur den Startpunkt ebenfalls. Das ist schon eine ziemlich coole Funktion, dass das jetzt, wie gesagt, so einfach geht. Und die anderen Einstellungen habt ihr eben gesehen. Hier ist der Augenautofokus für Tiere und noch für Vögel dabei. Kann man übrigens auch eine Taste legen. Also ich habe das zum Beispiel ganz häufig, wenn ich gemischt arbeite, auf die Taste am Objektiv gelegt. Dann habe ich in der Regel aber natürlich auch ein langes Teleobjektiv dabei, wenn ich Vögel fotografieren will oder sowas. Ne? Dann habe ich kein so 24er Weitwinkel. Mhm. Und dann kann ich hier halt umschalten zwischen den verschiedenen Optionen. Ne? Dann kann ich quasi das Reh fotografieren, aber auch genauso mit einem Tastendruck für Vogel umschalten, was ziemlich praktisch ist. Mhm. Was mich, das geht ein bisschen mehr in die Details, natürlich auch von Videografie rein, aber wo ich aber auch die Kamera jetzt mittlerweile sehe, dass es auch immer in den professionelleren Videobereich reingeht, weil für mich, als ich die Specs gesehen hatte, das war für mich eine S3 minus so ein, zwei kleine Features und dann da reingepackt in dem Moment. Das heißt, ich habe wirklich diese extrem hohe Bitrate in dem Moment, ich habe mein 422, ich habe mein 10-Bit, ich habe 4K60 in dem Moment. Und natürlich dann noch einen guten Stabi dabei und noch ein paar extra Features, wie jetzt Focus Breathing, wo wir auf jeden Fall noch nachher kommen. Das ist für mich eins meiner Highlights bei dieser Kamera. Das kann ich gut nachvollziehen. Also wenn man wirklich viel filmt, dann sind das so Sachen, wo man sagt, ah, endlich. Ja. Ne? So, deswegen, da gehört dann viel dazu. Aber ich würde vorschlagen, wir machen es mal anders. Weil wir können jetzt die ganze Zeit darüber erzählen, was gibt es noch alles Neues. Was hältst du denn davon, wenn wir einfach mal alle Anwesenden fragen, was sie am meisten interessiert und natürlich auch alle Leute, die im Chat sind, fragen. Sehr gerne. Dann können wir nämlich gezielt auf die Fragen eingehen. Das wäre eigentlich viel besser. Für euch viel besser und natürlich für uns für das Gespräch auch viel besser, bevor ihr dann gleich anfassen dürft. Mhm. Alles klar. Und dann? Habt ihr irgendwelche Sachen, die euch ganz besonders interessieren? Schieß los, komm, hau raus. Mit dem Super 35-Modus und 4K60. Wie stark merkt man das? Ich kann natürlich jetzt ein Teleobjektiv, ein Weitwinkelobjektiv nehmen, das ein bisschen ausgleichen. Wie das so Details? Okay. Also, Frage ist, ich wiederhole es nochmal für alle, damit auch im Stream alle alles hören. Wie sieht es aus mit dem 4K50 bzw. 4K60 Signal? Das funktioniert ja nur im Crop-Modus, also im APS-C-Modus. Das stimmt. Die Frage war, wie schlimm ist das? Natürlich verliere ich im unteren Bereich ein bisschen Weitwinkel. Ne? Das ist ganz klar. Also aus meinem 24er wird dann ungefähr ein 35er. Aus meinem 14er wird dann ungefähr ein 20er. Das ist meiner Erfahrung nach nicht so schlimm. Die Frage ist halt, wie stark braucht man das? Und wenn jetzt unbedingt jemand sagt, ich muss Ultraweitwinkel filmen und das muss in 4K mit 50 oder mit 4K mit 100 Bildern sein, dann müsst ihr eine 7S III kaufen, weil das kann die in dem Segment dann besser. Da das Bild aber ein oversampledes Bild ist, das heißt, ich habe mehr Details, als eigentlich ich für das Videosignal brauche, wird das Bild von der Alpha 7 IV schärfer sein als das von der Alpha 7 S III. Ja, das ist sowohl im Full-Frame-Modus so, da arbeiten wir mit einem 7K-Bild. Das heißt, ihr habt wirklich die volle Sensorbreite, werden alle Pixel ausgelesen und dann wird dieses Bild genommen und 25 Mal pro Sekunde runtergerechnet auf 4K. Führt dazu, dass das Bild einfach schärfer und detailreicher wird. Jetzt darf man mit dem Modell leider noch keine Demo-Sachen machen. Das heißt, ich darf noch keine Demo-Aufnahmen machen. Mein erster Eindruck war, das sieht richtig gut aus. Müssen wir auf das Production Sample warten. Also sobald es ein Modell gibt, wo es erlaubt ist, Aufnahmen mitzumachen, werden wir das auf jeden Fall nachreichen. Werden hier die Kollegen bei Fotokoch im Kanal zeigen und ich auch in meinem YouTube-Kanal, was damit geht. Und da werde ich auch wahrscheinlich einen direkten Vergleich machen. Aber erster Eindruck war sehr, sehr gut. Wir können das hier einfach mal einschalten, damit auch alle wissen, worüber wir gerade sprechen. Ich kann hier... Oh, sorry, machst du einmal den Ton vom Fernseher leise? Sorry... Ja, sorry. Genau, ja, haben wir natürlich, weil wir gerade das Video hier angeschaut haben, nicht daran gedacht. Normalerweise ist der nämlich aus. Ich kann hier im Videomodus, ich habe jetzt gerade auf den Videomodus geswitcht, das seht ihr übrigens auch an dem Videosymbol vorne. Ja, ich kann immer auch Fotos switchen und dann nochmal Menü aufrufen, dann seht ihr hier vorne das Fotosymbol. Ja, gehe wieder zurück auf Video, weil wir wollen ja dahin. Da kann ich hier quasi das Dateiformat wählen. Also als erstes kann ich wählen, mit welcher Qualität möchte ich aufnehmen. Ich lasse es jetzt mal auf XAVCS 4K. Und als zweites kann ich hier wählen, ob ich mit 25 oder mit 50 Bildern arbeiten möchte. Würde meine Kamera jetzt in NTSC stehen, würde natürlich 24, 30 und 60 da stehen. Wir haben die auf PAL gestellt. Und sobald ich 50 wähle, geht meine Kamera quasi vollautomatisch in diesen Crop-Modus. Ja? Hier unten kann ich dann noch wählen, ob ich mit 10-Bit und 422 filmen möchte oder wenn ich es mit anderen Kameras matchen möchte, mit 8-Bit und 420.
Ja, ich würde da immer die höchste Qualität nehmen und dann sieht man quasi auch, der Ausschnitt ist jetzt ein anderer. Ich mache es mal so, ich zeige euch einmal ganz kurz im Bild. Ich habe jetzt hier 5 Personen drauf und ich schalte einmal zurück und wir schalten einmal hier auf die 25 und dann seht ihr, ist der Bildwinkel natürlich ein ganz anderer. Ne? Könnte ich übrigens auch auf eine Taste legen, aber da man verliert schon Weitwinkel. Bei mir ist es so, ich drehe meine Sachen mit der Kamera eigentlich immer mit dem 24er, deswegen habe ich das auch heute dabei. Mit dem 55er und mit dem 85er. Das sind die drei Optiken, die ich eigentlich mit meiner 7S III immer dabei habe fürs Videofilmen. Dann wäre ich eben hier mal 1,5, also wäre ich wahrscheinlich auch bei einem 50er. Das würde ich dann aber eher für die tätigen Sachen nehmen. Und im Weitwinkel würde ich dann mein 14er statt dem 24er verwenden. Also wahrscheinlich würde ich bei den Sachen bleiben, also ein 35er nehmen, ein 50er nehmen und dann was Weitwinkliges. Also ein 20er zum Beispiel oder ein 14er, dann hast du den Weitwinkelbereich abgedeckt. Jetzt ist es so, bei meinen Aufnahmen ist es auch so, ob ich jetzt mit 20 oder mit 24 arbeite, ist jetzt für das, was ich mache, kein so großer Punkt. Wenn das für euch wichtig ist, müsst ihr natürlich die entsprechende Optik euch aussuchen. Ne? Gibt ja inzwischen 65 ja. Stück. Okay, fällt euch noch was ein? Ja. Die Cloud-Anbindung, die war ein bisschen nebulös formuliert einmal. Ja. Ja. Und da wäre auch die Frage, ob die auch für andere Kameras kommt, weil in Deutschland ist ja zum Beispiel diese Visual Story App nicht verfügbar, wenn wir da so Hochzeit oder Event Genau. Lass uns das mal einzeln machen, weil sonst wird es für den Stream zu unübersichtlich. Die Frage war jetzt hier nach dem Cloud-Service. Und wie geht's dir? Du hast es auch zum ersten Mal gehört. Ich habe es zum ersten Mal gehört. Genau. Also in unserer Vorstellung, die wir im Vorfeld bekommen haben auf dem Event, war davon nichts zu hören. Also für mich ist es auch neu. Ob das kommt nach Deutschland, inwieweit, kann ich dir Stand heute nicht beantworten. Werde ich jetzt in den nächsten Tagen mit Sicherheit in Erfahrung bringen. Ja. Ja, werde nachher mal ganz fleißig meinem Kollegen schreiben. Kann ich dir nicht sagen. Ich finde es aber generell eine ganz schlaue Idee, weil natürlich Videos und Bilder immer weiter geteilt werden. Und ich bin ja ein ganz großer Freund davon, zum Beispiel mit PicDrop zu arbeiten für Fotografen, das direkt im Hintergrund auf den Server zu laden, weil es halt einfach das beste Aushängeschild ist. Wenn ich auf einer Veranstaltung bin und Bilder quasi sofort allen zeigen kann, die ich da gemacht habe, ja, da muss ich ja nicht alles hochladen, aber das geht. Und das können ja die Alpha 1 und Q auch schon. Wenn das jetzt mit Videos geht, finde ich das toll. Aber wie gesagt, mehr kann wir denn in dem Segment leider nicht verraten, weil wir es heute zum ersten Mal gehört haben, genau wie du auch. Okay. Sony ist da immer für Überraschungen gut. Schieß los. Das Display, ist das das gleiche wie in der 7S3 oder ist das weniger auflösend? Das Display hat 1,03 Millionen Bildpunkte, ist also ein bisschen niedriger auflösend als in der 7S3. Es ist mir aber nicht negativ aufgefallen. Also ich habe jetzt keinen großen Unterschied gesehen. Wenn ich ehrlich bin. Ich habe jetzt mit beiden gearbeitet und aufgefallen ist es mir nicht. Tolle Frage dann. Den Videomodus hat man bei der 7S3 die Möglichkeit, aber einfach drauftatscht, dass sozusagen das Objektiv getrackt wird. Das geht damit genauso. Ne? Echtzeit-Tracking steht auch, also habe ich ja eben im Fotobereich gezeigt. Ich habe es absichtlich im Fotobereich gezeigt, weil wenn ich das hier an den Fernseher vor euch anschließe, dass ihr das Kästchen seht, das Display natürlich aus ist. Das geht genauso auch im Video. Also wenn du im Video so tracken möchtest, geht das auch. Und es sind auch die ganzen Fokuseinstellungen mit dabei. Das heißt, du hast 7 verschiedene Geschwindigkeiten und 3 Losfahrtzeitpunkte. Also du kannst es wieder genauso wie bei den neueren, moderneren Kameras der Alpha 1 oder 7S 3 einstellen. Das ist alles mit an Bord. Also das zeichnet sich ja Sony auch immer so ein bisschen aus. Ja. Die machen dann immer alles rein. Ne? Also wenn das einmal da ist, dann wird es auch gemacht. Ja, wird erprobt in der A1 oder S3 und dann wird es einfach in den kleinen Hybriden dann das Geschwisterchen reingepackt. Genau. Supi. Ich habe auch hier so ein paar Quickies, sage ich jetzt mal, aus dem Chat. Touch auch im Menü, ja, nein. Kann ich wieder nicht live zeigen, kann ich jetzt aber einmal, Moment, wir können ja mal gucken, ob wir es in der Close-Kamera vorne zeigen. Hier, dann zeige ich euch das natürlich einmal. Dann muss unser Kollege da helfen. Touch ist bei mir angeschaltet. Natürlich kann ich hier jetzt quasi durchscrollen. Natürlich kann ich hier jetzt touchen. Das geht alles. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt hier sehen. Also hier nur leicht. Ja. Ne? Müsst ihr probieren. Geht allerdings bei der 7S 3 und der Alpha 1 auch schon. Von daher war es zu erwarten. Was ich persönlich an dem neuen Menü echt gut finde, weil ich habe ja am Anfang, als ich das erste Mal gesehen habe, gesagt, oh, ganz schön bunt. Ja, macht übrigens meine Arbeit leichter. Von daher finde ich es inzwischen ganz gut, weil ich kann einfach sagen, hier. Wieder Menü, Seite 2, da findest du die Funktion. Das ist für mich dann super einfach. Für mich der größte Vorteil ist nicht diese neue Aufteilung, wenn ich ehrlich bin, weil die Aufteilung lerne ich immer. Also das ist
ne, wenn ich öfter mit der Kamera arbeite, irgendwann habe ich das drin. Für mich der größte Vorteil ist die Zeitersparnis, dadurch, dass ich alle drei Ebenen sehen kann. Und das kann ich euch ja auch nochmal mit dem Kabel zeigen. Schließe ich nochmal an. Ich sehe hier quasi immer alle Ebenen gleichzeitig. Und der Fernseher braucht immer einen Moment. Ach so, okay. Da ist es. Ja, und das bedeutet, ich kann quasi immer direkt hier weiter auf den nächsten Punkt springen. Also wenn ihr mal auf die rote 2 schaut, neben dem Videosymbol, und ich blätter weiter nach unten, dann springt er da weiter. Und jetzt könnte ich per Touch zum Beispiel von hier direkt auf Fokus tippen und dann wäre ich sofort quasi drei Menüs weiter, ohne dass ich zurück, zurück, nach unten, nach unten, nach unten müsste. Und diese Zeitersparnis fällt einem nur auf, wenn man damit arbeitet. Ja. Also das ist so ein Punkt. Ich habe das am Anfang gesehen und ich habe das nicht realisiert, was dann cool war. Und ich habe dann ein bisschen drüber nachgedacht und am Ende war es halt, dass ich viel schneller durch die Menüs komme. Ja, und ich bin mit den alten Menüs eigentlich auch ganz schnell. Das stimmt. So, wo haben wir denn noch? Ich habe so ein paar kleinere mir noch rausgepickt gehabt. Mhm. Aufnahmelimit 30 Minuten, ja, nein im Video. Gibt es seit 2019 bei Sony bei keiner Kamera mehr und natürlich auch bei der Alpha 7 IV nicht. Das heißt, unlimitierter Videoaufnahme steht nichts im Wege. Mhm. Das ist übrigens, einer, muss ich heimlich verraten, einer der größten Kritikpunkte, warum ich meine 7 III nicht mehr verwende. Ich habe im Studio 3 Kameras aufgebaut und ich drehe meine Takes immer so lange, bis ich zufrieden bin. Ne? Dann kann es auch schon mal vorkommen, dass eine Kamera eine Stunde oder 40 Minuten läuft. Mhm. Und was dann doof ist, ist, wenn dann eine zweite Kamera einfach ausgeht. Ne? Dann hast du auf einer Kamera das Bild, aber dann hast du halt keine Option mehr zu schneiden. Deswegen ist das für mich der Grund, warum ich meine 7 III nicht mehr einsetze. Ja, haben wir hier ähnlich. Aber wir haben jetzt keine S3 noch mal eben so rumliegen, deswegen müssen wir... Ja, ich habe die auch nicht rumliegen. Und also dann mal neu aufnehmen. Ich habe ja im Studio habe ich 2 Alpha 6400, die laufen ja auch rum. Ja, das geht auch. Dann haben wir noch eine Frage zur Funktion. Focus Stacking wird sich gewünscht oder nachgefragt. Ist es mit dabei? Ich habe es nicht kontrolliert, ich glaube nein. Wird sich schon sehr lange gewünscht, gebe ich immer wieder an Sony weiter. Aktuell nicht. Ja. Also ich habe immer noch die Hoffnung, weil Intervall und Co. haben sie ja auch hinzugefügt. Genau. Ne? Aber bei Focus Stacking gibt es aktuell noch keine Möglichkeiten. Okay. Da ist der Augenautofokus jetzt für Mensch, Tier und Vögel zusammenwählbar oder muss man jede Situation wie früher umstellen? Man muss es umstellen. Genau. Man muss es genauso wie ihr habt ihr eben auch im Menü gesehen. Ich kann das einzeln wählen. Wenn ich das auf eine Taste lege, kann ich halt blitzschnell umschalten. Ich glaube übrigens, weiß ich nicht genau, aber ich gehe fest davon aus, dass es dazu dient, dass das ganze System viel, viel schneller ist. Weil wenn du eine größere Datenbank hast, viel, viel mehr Daten durchforsten musst, dauert das länger und damit wird dann die Leistung wahrscheinlich runtergehen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum sie sich entschlossen haben, das zu teilen. Mhm. Also wäre zumindest meine Vermutung. Ich weiß es aber nicht genau. Mhm. Hier vor Ort noch eine, bevor ich in die Chatfragen so ein zweiter reingehe. Möchte natürlich auch... Moment. Du hast Prozessorleistung gerade angesprochen. Ja. Wie viele Bilder pro Sekunde... Sie macht 10 Bilder pro Sekunde und ich mache das mal ganz einfach, bevor ich dann zur nächsten Frage komme. Ich zeige euch das einfach mal. Ich wähle eine relativ kurze Verschlusszeit. Wir nehmen jetzt noch 1% Akku, habe ich gerade gesehen. Ah, das macht nichts, Akkus habe ich genug. Damit. Okay. Dann machen wir es doch so. Ich schalte es einmal aus, wechsle den Akku, damit ich es euch auch voll zeigen kann. Und dann, das soll jetzt nicht unser Problem sein. Nö. Ja, wir hatten ja heute schon relativ viel mit der Kamera gemacht. Ja. Ne? Wir haben schon 3 Trainings damit, deswegen... Irgendwann ist der Akku dann irgendwann leer. So, jetzt dann mit vollgeladenem Akku. Und ich stelle absichtlich den mechanischen Verschluss ein, beziehungsweise der müsste noch eingestellt sein. Ich warte natürlich, wie ihr im Bild seht. So, ja, mechanischer Verschluss müsste eingestellt sein. Und ich drücke einfach mal den Auslöser. Ja. 10 Bilder pro Sekunde, natürlich mit Autofokus, mit Belichtungsmessung, mit allem drum und dran. Es gibt aber einen ganz entscheidenden Unterschied. Einen ganz, ganz entscheidenden Unterschied. Meine 7 III würde jetzt ungefähr Schluss machen. Was ihr noch nicht wisst, ist natürlich RAW und JPEG eingestellt. Außer einer hat es ganz umgestellt, was ich aber nicht glaube. Nein, ich glaube nicht. Ich kann das übrigens jetzt noch ungefähr 3 Minuten weitermachen. Tut mir nur einen Gefallen. Achtet mal oben links auf das Bild. Das ist nämlich der Puffer. Der ist jetzt leer. Also kein Scherz. So, leer. Also, diese Geschichte mit, ich kann nur 40 bzw. 80 RAW-Bilder in Folge schießen, danach wird meine Kamera langsamer. Komplette Geschichte. Also Sony gibt an über 800 bei RAW und JPEG gleichzeitig.
Ich habe jetzt, ich weiß gar nicht, wie viel ich gemacht habe, ich würde schätzen so 400, 500 vielleicht. Ja, kommt hin. Geht ohne Probleme. Mehr habe ich noch nicht gemacht, weil es einfach lange dauert. Ne? Aber du siehst Prozessorleistung, Schreiben auf Speicherkarte mit einer CF Express Typ A natürlich super schnell. Mit einer SD wirst du einen Tick länger brauchen, da wird der Puffer dann nicht ganz so schnell geleert, aber es wird trotzdem gut funktionieren. Ja? Eine Frage noch, bleibt das Bild bei der Serienbildaufnahme, bleibt das Bild da, so wie bei der Alpha 9, oder hat man schwarze Unterbrechungen dazwischen bei der Motivverfolgung? Also das muss ich vielleicht kurz erklären, weil das ist ja ein relativ komplexes Thema und das zeige ich euch einfach mal. Bei der Alpha 9 und der Alpha 1 haben wir ja einen speziellen Sensor, der extrem viel schneller ausgelesen werden kann. Und dieser Sensor ermöglicht es, während man ein Bild schießt, quasi noch ein Live-Bild herauszuziehen. Das geht mit dem herkömmlichen Sensor nicht. Wenn ihr jetzt aber geguckt habt, seht ihr hier ja kein Blackout. Ihr seht ja quasi ein Bild. Bedeutet aber, dass das Sucherbild ein kleines bisschen hinter der Realität hinterherhängt. Weil wenn der Sensor ausgelesen wird, kann kein neues Sucherbild produziert werden. Es gibt dafür, wenn man Action fotografieren will, aber die Option, hier auf 10 Bilder bzw. 8 Bilder pro Sekunde zu schalten. Also von High Plus 10 Bilder auf High 8 Bilder. Und wenn ich jetzt den Auslöser drücke, dann habe ich die Dark Frames, dafür habe ich jetzt keine Verzögerung mehr im Sucher. Hier muss ich mich also entscheiden. Bei einer Alpha 9 oder 1 habe ich einen Echtzeitsucher, das ist was anderes. Dann muss ich mich nicht entscheiden, da habe ich immer sofort echtes Live-View. Das kann also die 7.4 in dem Fall nicht. Okay. Deine Frage. Akkuleistung ist ein bisschen gesunken im Vergleich zur 7.3, da aber derselbe Akku verwendet wird, wirst du wahrscheinlich auf einem sehr ähnlichen Niveau arbeiten. Ich würde jetzt tippen, so 90% von der Akkuleistung. Dadurch, dass du einfach mehr Prozessor-Power, einen anderen Sensor hast, einen besseren Sucher, wird das alles ein bisschen mehr Strom verbrauchen. In meiner Erfahrung ist es so, wenn wir Video drehen, komme ich mit zwei Akkus über einen Tag. Wenn ich fotografiere, würde ich sagen, einer bis anderthalb pro Tag, so wie ich fotografiere. Wenn du jetzt also eine 7.3 hast als Beispiel und du sagst, ich brauche pro Tag zwei Akkus, dann wirst du hier auch ungefähr zwei Akkus brauchen. Es wird kein großer Unterschied sein. Genau. Wenn ich es richtig verstanden habe, sind die neuen Farbprofile noch extra anpassbar, also individualisierbar. Ja, genau. In welchem Ausmaß kann ich das machen? Du kannst bei den Farbprofilen genauso wie hier, kann ich ja auch, können wir auch live uns anschauen. Moment, geh ins Menü. Da hast du hier unten, hast du ja den Punkt weiß Farbe, Farbton und hier hast du den kreativen Look. Und unten siehst du alle Einstellungen. Wir haben also Kontrast, wir haben Hue, das ist also Farbsättigung. Dann haben wir also Hellbereiche, Schattenbereiche, separat voneinander. Dann hast du Kontrast, dann hast du Schärfung, dann hast du Schärfung in einem bestimmten Bereich und nochmal eine Kantenanhebung. Also du kannst das sehr, sehr viel genauer als bisher nutzen. Jetzt bin ich aber auch ehrlich, ich nutze das quasi in meiner Praxis nicht. Ja? Also von daher hängt es so ein bisschen davon ab. Ich mache das halt in der Post, aber wenn ihr das wollt, das geht übrigens auch im Foto und im Video. Ne? Das heißt also, wenn ihr sagt, ich will ein Video eben nicht so viel Bearbeitung machen, ich will direkt einen Look, könnt ihr das hier genau auf euch anpassen. Ja? Und ihr seht schon, was das für Punkte sind. Also wir haben Kontrast, Spitzlichter, Schatten, Verblassen, Sättigung, Schärfe, Schärfebereich und Klarheit. Okay. Ja. Aber bei den HDMI-Ausgaben, wie war das, mehr Bildschirm zurückzumachen, dass man 7K ausgeben könnte oder geht nur 4K? Nein, also der HDMI-Port gibt ein 4K-Signal aus. Ein 7K-Signal, glaube ich, würde auch kein Gerät akzeptieren. Also mir ist zumindest keins bekannt. Ne? Also wenn du dir jetzt die Atomos und Co. Sachen anguckst, die können halt RAW-Format akzeptieren, aber dann auch brauchen die ein spezielles Firmware-Update dafür und dann läuft es so. Also ich glaube, da für jede Kamera einzubauen, wird, glaube ich, in der Praxis nicht stattfinden. Da geht das normale 4K-Signal aus. Okay, dann werfe ich noch eben kurz eine Chat-Frage wieder ein. Augenautofokus bzw. Vogelaugen-Autofokus, so gut wie bei der A1 wird gefragt. Jetzt sage ich was sehr unpopulär ist. Mein erster Eindruck war, es ist ein bisschen besser. Oh. Hängt vielleicht auch damit zusammen, ich habe damals ja das mit einer Vorserien-Alpha 1 getestet. Ja. Und deswegen kann man daraus jetzt nicht schließen, wie gut ist der. Aber gefühlt war die Erkennung ein bisschen zuverlässiger als bei meinem Test mit der Alpha 1. Jetzt war der Anfang Januar, ne? Also das ist schon ewig her. Und inzwischen ist da mit Sicherheit was passiert. Insgesamt ist die Geschwindigkeit der Alpha 1 ein Stück höher. Die Erkennung fand ich aber hier besser. Und vielleicht können wir es mal einfach machen. Ich habe ja
Könnt ihr auch im YouTube-Kanal sehen, ein Video dazu gedreht. Mhm. Und ich gucke mal gerade, ob wir einen ganz kurzen Ausschnitt uns daraus anschauen können. Moment. Ich muss es nur einmal öffnen. Bitte noch nicht auf meinen Monitor, bis ich es geöffnet habe. Danke. Muss nicht jeder meine Dateistruktur sehen. Das ist nämlich ein großes Chaos, um es höflich zu sagen. Ich glaube, das kennen die meisten mal von zu Hause auch. Ja, ja, ich wollte nur... Ja, kein Problem. So. Und da machen wir es mal in groß. Jetzt kannst du. Supi. Und Ton ist aus. Ne? Ich werde euch das jetzt dann übersetzen. Ja, ich habe da ein paar Bildfehlerchen gerade. Ja, ja, kommt gleich. Das Kabel wahrscheinlich nicht in Ordnung. Haben wir noch ein anderes Kabel? Neben dir liegt unten okay, am Tisch. Okay, wir ziehen noch einmal kurz das Kabel und gucken mal, dass wir... Ich gebe dir eins. Das hier? Oh. Nichts fallen lassen, bitte. Das hier. Ja, danke. Haben wir mal Backup. Und das geht auf die 2. Das dauert immer einen Moment. Ah, jetzt ist er umgesprungen. Jetzt müsste gleich bei euch ein Bildsignal kommen. Noch kommt nichts. Okay, wo schon steckt aber. Ich ziehe nochmal raus und nochmal rein. Moment. Mhm. Hast du schon auf der 2? Gut. Ich habe auf der 2. Mein Laptop ist auf jeden Fall umgesprungen. Der hat auf jeden Fall gemeldet, hey, pass auf, da bin ich. Es ist immer schön, wenn Technik vorher funktioniert hat. Das macht nichts, dann gehen wir zurück auf das andere Kabel, spielt ja keine Rolle. Ja. Vielleicht haben wir ja jetzt Glück und wir haben keinen Bildfehler mehr. So. Ja, wir haben ja hier sehr, sehr viele Kabel verlegt und, oh, sehr schön. Ich halte den Stecker mal fest, ich gucke nochmal, Moment. Ja, aber kein Geld. Okay, das wird dann schwierig werden. Ja, dann probier es noch einmal mit dem anderen Kabel und wenn das nicht geht, dann müsst ihr es euch bitte im YouTube-Kanal angucken, oder? Wir blenden, ja, können wir nicht einblenden, ne? Das wäre das Einfachste. Ja, ich habe schon umgeschaltet, aber kommt nichts. Nö, der nimmt kein Signal entgegen. Das ist das ganz lange Kabel, ne? Ja, natürlich. Gut, aber vielleicht kann uns der Kollege ja noch ein kürzeres Kabel einmal reinreichen, das schließen wir nochmal neu an und dann kriegen wir das schon hin. Dann, ja, dann, wie gesagt, ihr könnt euch das im YouTube-Kanal auch schon anschauen, da ist das Video quasi schon hochgeladen und da zeige ich, wie eben bei 50 Bildern pro Sekunde der Fokus auch wirklich auf dem Auge von dem Vogel klebt und da sind auch mehrere Vögel hintereinander und dann fliegt der eine weg und dann springt er auf den nächsten und so. Das funktioniert schon echt gut. Also ich habe mit dem 200-600 gemacht übrigens. Mhm. Ja? Okay, ja, werf einfach drüber. Guck mal, da. Zack. Und jetzt, danke. Hast du? Und dann gehen wir einmal auf die 3 und dann gucken wir nochmal, ob das jetzt funktioniert. Monitor hat wieder umgeschaltet. Ah, siehe da, ein neues HDMI-Kabel. So. Euch auch hier das große Objektiv aufgebaut. Der funktioniert nämlich bei der Sony Alpha 7 IV als erste Kamera. So, ich mache den Ton einmal aus. Ich erzähle euch das lieber live. Ne, im Video, den Ton könnt ihr euch ja im Nachhinein hören. Jetzt kommt noch ein kleiner Disclaimer, dass ich keine Videos veröffentlichen darf. Bla bla bla. Und dann seht ihr jetzt den Vogelaugen-Autofokus in der Videoaufnahme. Ist übrigens, das könnt ihr am Crop-Modus sehen, mit 50p. Und immer wenn das Auge für die Kamera zu sehen ist, springt er auch auf das Auge. Ansonsten bleibt er hinten auf dem Fell, auf dem Gefieder, Entschuldigung. Und jetzt seht ihr gleich das, was ich eben erwähnt hatte mit den mehreren Ebenen. Das kommt jetzt gleich als nächstes, weil das war unser Start. Allererster Test, noch nicht viel passiert. Und jetzt seht ihr quasi, das Ganze. Jetzt gleich kommen noch ein paar andere Vögel dazu. Und dann habe ich die Kamera verschwenkt, jetzt hinten auf den größeren. Da seht ihr, der Fokus, ne, war jetzt nicht umgestellt, sodass er sofort umspringt, aber dann springt er hin. Dann kommt jetzt ein Rotkehlchen ins Bild. Der andere Vogel fliegt weg, dann ist er auf dem Rotkehlchen. Alles während die Videoaufnahme läuft. Ne? Und das hier bei vollen quasi 900 mm Brennweite gefühlt. Ich stand so ungefähr 5 Meter weg, 6 Meter weg, 7 Meter weg. Ich kann es nicht so genau schätzen. Das funktioniert schon echt gut. Ja, also von daher glaube ich so ganz eindrucksvoll. Ja, doch. Ist schnell, sagen wir es mal so. Ja, es funktioniert einfach echt gut. Und was ihr in dem Video auch noch sehen könnt, ist, ich habe das danach noch beim Fotografieren gemacht. Ja, also ich habe erst Video getestet, weil es ja neu ist. Mhm. Und beim Fotografieren war es so, das habe ich einmal mit der Alpha 7 III gemacht und einmal mit der Alpha 7 IV.
Und die 7.3 findet den Vogel auch ganz gut und stellt ihn auch scharf, aber es kam halt immer wieder vor, dass hinten der Schwanz scharf war und nicht das Auge. Und das hatte ich bei der 7.4 gar nicht. Es war immer auf dem Auge scharf. Und das ist halt schon, da steht man da und denkt sich, oh. Wird schwierig. Ihr habt ja gesehen, wie schnell die weg sind. Ne? Fuck, weg sind die wieder. Das ist halt wirklich so 3 Sekunden und dann sind die weg. Und das geht gut. Also. Gut. Sui, ich mache einmal wieder das gleiche. Genau, ich ziehe das einmal wieder ab. Ich weiß ja jetzt, welches Kabel ich nehmen muss, dann passt das. Sui. Noch eine Frage hier aus dem Schuh. Jawohl. Wie sieht das jetzt mit SD-Karten aus? Ich habe gerade gesehen, 422, 200 Megabyte pro Sekunde. Ein Video habe ich eben gesehen, bei der Vorstellung bis zu 600. Genau. Ist relativ einfach. Und zwar hast du ja 2 verschiedene Speicherkartentypen. Ich halte die mal gerade hoch für alle. Ich gehe mal in den Close hier für den Stream. Ich verwende übrigens persönlich die hier, sind meine eigenen Karten, ne? die Sony TUF-Karten. Und ich habe die SD-Karten aus der Stufe M gekauft. Es gibt von den TUF-Karten 2 Gruppen. Es gibt M und G. M sind die langsamen, V60, und G sind die schnellen, V90. Du kannst eigentlich alle Qualitäten, auch bei der 7S3 zum Beispiel schon, auf diese aufnehmen. Vorteil ist, die kosten nur die Hälfte. Ja? Immer dann, wenn du All-Intra filmen willst, also quasi mit dem am einfachsten zu verarbeitenden Material, dann musst du fast immer auf die hier switchen, weil dann die Datenmengen halt viel, viel, viel größer sind. Also All-Intra ist einfach sehr, sehr speicherplatzhungrig und das geht dann mit normalen SD-Karten nicht mehr. Aber alle anderen Sachen gehen da drauf. Ich persönlich verwende All-Intra nicht, weil ich einfach, bei mir kommt es einfach immer mehr auf die Aufnahmedauer auf. Und wenn ich halt 5-mal so lange Video aufnehmen kann mit der Karte, ist das für mich wichtiger. Kann bei euch anders sein, dann müsstet ihr aber die kaufen. Ja? Und der obere Slot ist eben für beide Karten. Das heißt, ich kann auch in den oberen Slot, kann ich euch ja gerade mal zeigen, eine SD-Karte einlegen. Oder ich kann eben auch hier, das ist dieser Dual-Karten-Slot, die CF Express Typ A einlegen. Sorry, dass ihr es im Stream jetzt nicht richtig gesehen habt, aber es ist echt klein und ich muss natürlich schauen. Und der untere ist nur ein SD-Karten-Slot. Und da könnt ihr zum Beispiel dann auch mit SD-Karten auf beide gleichzeitig aufnehmen. Geht natürlich auch. Okay, dann gehe ich erstmal wieder ins Streamchen rein. Rolling Shutter, konntest du da schon was testen, wie es aussieht im Vergleich? Also habe ich wirklich nicht probiert, weil ich habe mit den anderen Neuheiten so viel zu tun gehabt und ich habe das Video quasi an dem Tag vorbereitet, am halben Tag, habe dann die ersten kleinen Aufnahmen gemacht, am nächsten Tag haben wir den ganzen Tag gedreht und abends habe ich die Kamera in Köln wieder abgegeben. Ja. Ich habe Rolling Shutter und Bildqualität wirklich keinen Vergleich gemacht. Ja. Weil ich es nicht geschafft habe. Den werde ich mit Sicherheit irgendwann demnächst noch machen. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, und das ist jetzt meine Einschätzung, dass der Rolling Shutter etwas niedriger sein wird als bei der 7.3. Weil der Autofokus auch viel schneller ausgelesen wird. Und das habe ich im Video auch gezeigt. Das wäre so meine Einschätzung jetzt. Genau wissen tue ich es noch nicht. Ja, schätze ich aber auch. Wo wir noch Vergleich waren zur alten Kamera. Farbmanagement. Genauso wird nach gelbstichig wie eine 7.3er gefragt oder besser? Also Sony hat quasi letztes Jahr mit der 7S3, mit der Alpha 1 im Prinzip die Farbscience ja geändert. Ja. Sie haben also die Hauttöne nochmal deutlich optimiert. Und da kann ich eine kleine Geschichte zu erzählen, fand ich echt witzig. Ich hatte neulich einen Kunden im Online-Training, der sagte zu mir, ich habe mir jetzt so eine ZVE-10 gekauft und verwende die mit meiner Alpha 7.3, aber irgendwie ist die Farbe von der ZVE-10 viel schöner. Stimmt, weil die hat auch das neue Farbmanagement. Also es gibt einen Unterschied, ob einem das jetzt persönlich gefällt oder nicht. Das ist halt super individuell. Ja. Deswegen würde ich da jetzt keine Wertung abgeben. Ich persönlich mag es lieber. Ja, und wenn wir schon bei Farbmanagement sind, haben wir natürlich noch Acetone noch mit dazu. Ne? Pass auf, machen wir ganz einfach. Jetzt versuche ich nochmal das lange Kabel. Ja. Weil das hat ja mit der Kamera ganz gut funktioniert, mit dem Laptop nur nicht. Ich kann ja mal die Picture Profiles zeigen. Wir waren ja gerade eben schon bei den Farbprofilen. Und hier direkt unten drunter, werdet ihr gleich sehen, da haben wir das Fotoprofil. Und hier habe ich jetzt in dem Fall meine 11 Fotoprofile. Und das letzte ist S-Cinetone. Das ist standardmäßig dahin programmiert. Und S-Cinetone ist eben ein, wie ich finde, fast fertiges Bild. Da muss ich einfach wenig dran machen in der Nachbearbeitung. Weswegen ich das an der 7S3 immer verwende. Problem ist ein bisschen, meine anderen Kameras können es nicht. Das heißt, die Geschichte muss ich eigentlich anders erzählen. Ihr erinnert euch vielleicht an das Live-Event, was wir hier gemacht haben mit Nina, unserer Fußballerin da unten. Da haben wir hier im Studio angefangen. Die Kollegen haben quasi nach unten geschaltet.
Und da hatte ich ja eine Kollegin dabei, die den Stream gemanagt hat, ne, die also umgeschaltet hat. Und das war ganz witzig, weil wir hatten an dem Tag relativ viel Stress, weil auf einmal alle Geschäfte drumherum auf hatten. Ja. Wir waren davon ausgegangen in der Planung, hey, ist ja so oder so alles geschlossen, wir können in Ruhe vor der Tür arbeiten. Mhm. Dann hat Düsseldorf aber da an dem Wochenende alles geöffnet und auf einmal waren da Menschenmassen. Wir standen da und dachten so, wir haben uns dann ganz viele Sachen kümmern müssen. Und was dann witzig war, war, meine Kollegin hat die beiden Kameras aufgebaut. Ja. Und ich habe ihr gesagt, stellst du ein, machst du so, sie kommt und sagt, kam dann irgendwann zu mir total aufgeregt und sagte, hä, ich krieg das irgendwie nicht hin. Das Bild von der Kamera sieht so gut aus und das von der anderen sieht so schlecht aus. Was mache ich denn falsch? Wieso kann ich das denn nicht einstellen? Das war halt Acetone gegen normales Profil. Ne? Und sie wusste nicht, was der Problem war, aber sie hat halt die Einstellung da nicht gefunden. Und dementsprechend muss ich sagen, immer wenn ich Acetone nutzen kann, nutze ich es. Meine anderen Kameras können es nicht, deswegen kommt es auch schon mal vor, dass ich es dann nicht einstelle, damit ich besser matchen kann. Ne? Ist dann einfacher in der Nachbearbeitung. Ja, zukünftig mit einer 7.4 und einer 7S3 kann ich dann matchen. Mhm. Dann geht es einmal in Richtung Fotografie, lautlos fotografieren. Ja. Ist lautlos fotografieren auch ohne Verzerrung mit 10 Bilder pro Sekunde möglich im Vergleich zum Beispiel wie möglich, wenn das Motiv sich nicht bewegt, aber das ist nicht die Antwort, die du hören willst. Ja, genau. Nein, es ist kein XMORS-Sensor. Dementsprechend wirst du mit Sicherheit bei schnellen Objekten eine Verzerrung finden. Wie genau? Wie gesagt, kann ich noch nicht sagen, weil noch keine fertige Kamera. Mhm. Mein Eindruck war ähnlich wie beim Rolling Shutter, es wird ein bisschen besser sein als bei der 7.3. Aber wie gut genau? Müssen wir dann noch auf die technischen Tests warten, wenn es eine finale Kamera gibt. Mhm. Wo ich auch gerade das Passende zu habe, wie sieht es beim Silent Mode mit Streifen im Bild aus? Ist ja genau dasselbe Thema. Genau. Das heißt, da liegt es immer an der Auslesegeschwindigkeit des Sensors. Und die einzigen Kameras, wo ihr da wirklich sehr problemlos mitarbeiten könnt, ist die Alpha 9 und die Alpha 1. Also wem lautlos und Rolling Shutter da wirklich sehr, sehr wichtig ist, das sind die zwei Kameras beim Fotografieren, die im Lautlos-Modus da keine Probleme erzeugen. Mhm. Guck gerade durch. Ansonsten gibt es natürlich auch viele Fragen, die jetzt noch sind mit dem direkten Vergleich zu sowas wie einer R5 oder jetzt einer R3 oder sonst was. Das konnten wir ja alles noch also, nicht. Also vielleicht ganz kurz dazu. Wenn man die Kamera vergleicht, dann macht es natürlich Sinn, einen Vergleich anzustreben, der in derselben Klasse ist. Ja. Ne? Und sowohl auch preislich als auch was von den Eigenschaften angeht. Und da würde mir nur die R6 einfallen von Canon. Das wäre die einzige, wo ich gegen testen würde. Eine R3 ist eher Alpha 9 Level. Und da könnt ihr mal bei DPV Review schauen. Da gab es ja einen Vergleich. Was kann die Canon besser, was kann die Sony besser? Genau. Und wenn man dann jetzt noch überlegt, wie viel günstiger die Alpha 9 II ist, dann weiß man, glaube ich. Definitiv, definitiv. Ja. Jetzt brauche ich die aktuelle Info 2799, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Ist auch schon auf Fotokoch live, also wer will, der kann sehr gut Bestellung abgeben. Link kommt in den Chat für die Leute, die zugucken. Ansonsten gleich gerne über die Homepage gehen. Gibt es noch irgendwelche ganz dringenden Fragen? Weil ich will euch die Kamera in die Hand drücken. Ich will, dass ihr die anfasst. Ich gucke aber noch im Chat, ist ein bisschen mehr sonst los als sonst. Ich würde mal sagen, gib ruhig schon mal. Okay, dann. Ja, selbstverständlich, mache ich sofort. Ich lasse mich kurz die Maske aufziehen, dann zeige ich es nochmal im Detail. Und dann stellen wir die hinten einfach auf euren kleinen Tisch und dann können wir die immer zwischendurch desinfizieren. Das ist nämlich auch ganz wichtig, ne, dass wir uns hier an alle Sachen halten und dann immer schauen. Jawohl. So. Habe ich nicht probiert. Können wir gerne nachher mal ausprobieren, ja? Liefern wir nach. Ich zeige euch erstmal den Unterschied vielleicht zwischen den beiden Kameras. Da im Close, ja, das ist Alpha 7.4 mit dem kleineren Objektiv dran. Und die Alpha 7.3 mit dem 2405. Und ich drehe jetzt mal die Kamera, dass ihr es noch ein bisschen sehen könnt. So. Ja, ich kann auch noch mal die Klappen aufmachen nebenbei, dass ihr die ganzen Anschlüsse noch sehen könnt. Kopfhörer ist natürlich dabei, Mikrofon ist natürlich dabei, zwei USB ist natürlich dabei. Hier. Und was ich ganz besonders interessant finde, ist halt oben. Da habt ihr den Movie-Knopf, da habt ihr das neue Einstellrad. Und hinten ist es, wie gesagt, sehr ähnlich wie bei einer 7S3. Da habt ihr hier auf der Seite das lockbare
oder das verriegelte Speicherkartenfeld einfach nach unten ziehen, nach hinten. Dann habt ihr die Öffnung. Ne? Und ja, der Sucher, der auch nochmal höher auflöst. Und das fand ich, das war eigentlich so für mich einer der wichtigen Punkte. Den Sucher von der Alpha 7 III mag ich nicht so gerne. Mhm. Jetzt muss man fairerweise sagen, ich bin natürlich dann auch den höherwertigen gewohnt. Ja, das stimmt. Aber das fand ich einen ganz guten Schritt, dass das sich auch halt nochmal verbessert hat. Und ich würde euch jetzt einfach auch mal das 50 mm 1.2 ansetzen. Dann habt ihr auch direkt was zum Spielen mit einer bisschen längeren Entfernung und könnt auch ein bisschen Fokus-Performance mal sehen. Weil gerade so lichtstarke Objektive sind ja im Fokus immer kritischer als weitwinkligere Objektive. Ja. Und dementsprechend würde ich sagen, machen wir das einmal so. Ich stelle die einmal hinten hin. Ja, stell die mal hinten hin. Such mal die nächsten, die nächsten Fragen schon mal raus. Habe ich nicht aufgepasst, genau, du kannst ja schon mal nutzen und ich würde vorschlagen, so, für die Leute jetzt im Livestream, Kamera ist jetzt erstmal kurz weg, aber wir können natürlich weiterhin die Fragen beantworten, wir können es dann nur nicht aktiv im Menü zeigen, falls irgendwas ist, können wir das natürlich gleich noch nachholen. Ja, ich kann ja auch mit dem Menü der 7S3 ein paar Sachen zeigen, wenn es gleich ist, ne? Dann kann ich ja einmal, ja. Mhm. Es ist genau derselbe, ich zeige euch nochmal, genau derselbe Z-Akku wie auch in den anderen Kameras. Also du von daher. Kannst auch deinen, wenn du möchtest. Hm? Genau, kannst du das. Achso, ja, ich kann wieder abziehen, ja. Ich dachte. Ah, der Batteriegriff. Ja, das ist derselbe, der auch in die 7S3 und an die Alpha 1 passt. Also von daher kein Problem. Also. Super. Das haben wir. Dann Frage: Drag and Touch. Was ist damit gemeint? Bin ich auch etwas überfragt. Ich dachte, du hast eine größere Idee. Einmal kurz definieren, dann können wir auf jeden Fall gleich die Frage nachholen in dem Moment. Weil man kann das Fokusfeld ja so oder so schon die gesamte Zeit verschieben, wenn man zum Beispiel den Sucher guckt. Das ist aber nicht neu, das gibt bei den anderen Kameras auch schon. Deswegen bin ich ein bisschen überfragt, wo genau dahin die Frage zielt. Versucht es einfach und dann... Ja. Kein Problem. Es gab zwischendurch eine Frage mit dem Augenautofokus für mehrere Menschen. Wenn er jetzt zum Beispiel hier auf unsere Menge gehen würde, ne, die Kamera erkennt mehrere, habe ich dann so eine Auswahl, die Kamera sieht direkt mehrere Gesichter und ich könnte dann per Touch auswählen, welches davon ich haben möchte oder gibt es keine Markierung? Es ist viel einfacher. Ich brauche einfach nur auf die Person zu tippen und dann wird er da den Augenautofokus performen. Mhm. Im Endeffekt kann man das entweder über Touch machen oder auch über das Fokusfeld. Und was ich dann oft mache ist, das kann ich vielleicht einmal live zeigen, dann ist es ein bisschen einfacher. Mhm, gerne. Jetzt muss ich nur einmal gucken, weil mit dem 14 mm auf dich zielen, ich nehme mal das 85er. Ja, das ist in Ordnung. Ja, mit dem 14er ist dann doch ein bisschen klein. Ne? Also so, aber ich habe halt nur die ganz neuen Sachen dabei. Ja, man kennt sich nicht anders. Genau, ich habe immer nur den neuesten Kram. Ja, beantworte ich gleich. Moment. So, Augenautofokus seht ihr. Und was ich mir immer einblende als Hilfe, ist, wenn ich hier jetzt auf Autofokus gehe, beim Gesichts- und Augenautofokus gehe ich immer hin und blende mir den Rahmen für das Gesicht mit ein. Und ich verrate euch auch, warum. Das macht es nämlich für mich leichter, quasi das Ergebnis zu zeigen. Das heißt, Moment, einmal so. Ich gehe mal auf den Fotomodus, dann muss ich den Auslöser aktivieren. 3, 2, 1. Kommt gleich wieder. Ja. Der Switch braucht ein bisschen. Braucht ein bisschen länger. Er mag gar nicht umspringen. Warum auch immer. Okay. Kann auch sein, dass meine Kamera schuld ist. Weil ich währenddessen Kabel rausgezogen habe. Wer weiß, wir werden es gleich sehen. Kamera startet einmal neu und jetzt kommt entweder gleich ein Bild oder keins. Wenn nicht, nehme ich das andere Kabel. Kenne ich ja schon. Ja. Okay, dann nehmen wir das andere Kabel. Ja. Das geht schon. Das geht schon. Das ist lang genug. Ich muss die Kamera ein bisschen anders halten, aber das wird schon funktionieren. Ah, Moment. Es könnte auch sein, dass ich aus Versehen den HDMI-Port auf 4K-Ausgabe eingestellt habe und euer Switch und euer Mischer das natürlich nicht kann. Das war das Problem. Entschuldigung, das war mein Fehler.
Also ich hatte hier oben auf Auflösung 4K gestellt und wenn das dann in den Mischer geht und der Mischer aber kein 4K kann, dann macht er halt schwarzes Bild. Und ja, macht der den. Rechnet das leider nicht automatisch genau. runter. So. Hier könnt ihr das jetzt quasi sehen. Ich habe immer diesen Rahmen angeschaltet. Warum, zeige ich euch. Ich kann nämlich jetzt einfach zum Beispiel mein verschiebbares Fokusfeld nehmen. Und sobald mein Fokusfeld den Rahmen berührt, wird dieser Rahmen übrigens weiß. Würde ich den jetzt nicht berühren, wird der Rahmen grau. Und wenn ich jetzt quasi hier den Auslöser drücke, was wird passieren? Er wird hinten auf die Pflanze scharf stellen, er wird das Gesicht ignorieren. Sobald ich aber den Rahmen nur ein bisschen berühre, wird er sofort auf das Auge springen. Und so kann ich mit dem Fokusfeld quasi auch zwischen mehreren Personen hin und her schalten. Mhm. Ich blende mir halt immer diesen Rahmen ein, weil es für mich dann einfacher ist, das Gesicht zu erkennen, auf das ich scharf stellen will. Es geht auch genauso ohne Rahmen, dann wird halt kein Rahmen ums Gesicht angezeigt. Aber so weiß man halt immer genau, wie groß ist denn der Rahmen. Und ja, wie gesagt, ich kann dann hier entweder per Touch oder eben hier mit dem Fokusfeld ganz gezielt arbeiten. Ja, ist auch super easy, also da macht ihr nichts falsch. Gut. Supi, vielen Dank. Da seht ihr wieder, HDMI-Einstellung falsch gestellt. Ja. Na, eigentlich richtig gestellt, weil wenn ich es extern aufnehme, dann will ich ja 4K. Ah, Drag and Touch wurde gerade nochmal erklärt. Ja. Fokusfeld während der Sucherbenutzung verschieben. Wie gesagt, das geht schon die ganze Zeit. Das ist ein bisschen problematisch zum Zeigen, weil ich kann euch das Display zeigen, aber nicht das Sucherbild, weil dann das Display hinten ja ausgeht. Also von daher kann ich das nicht live übermitteln. Ein kleiner Tipp bei Fotokoch vorbeikommen, die Kollegen können das auf jeden Fall zeigen. Ja, vor Ort. Definitiv. Genau, wir hatten es einmal auch von einem Kollegen reingerufen bekommen, lossless, komprimiert, RAWs. Kann sie auch. Machbar. Das heißt, da könnt ihr wieder wählen zwischen unkomprimiert, verlustfrei komprimiert und komprimiert. Mhm. Ich persönlich verwende eigentlich nur komprimiert, weil für mich die Platzersparnis da wichtiger ist. Mhm. Und in der Praxis gibt es für mich da keinen Unterschied. Mhm. Sollen wir vielleicht einfach nochmal, Lennart, magst du vielleicht einmal gerade die 7.3 noch daneben stellen? Dann haben wir... Ja, sofort. Ich kann aber ganz kurz gucken. Ich habe jetzt zwar welchen das kann ich dir auch einfach auch sagen. Lennart, Lachsfragen. Du das auswendig weißt? Also nein, ich habe es nicht überprüft, aber ich bin mir sehr sicher, dass es ist wie bei allen anderen Sony-Kameras auch. Das heißt, ihr könnt wählen, wenn ihr zum Beispiel eine Blendenstufe Unterschied macht, bis zu 9 Bildern. Wenn ihr bis zu 3 Stufen macht, dann gehen 15 Stufen. Ja. Das heißt, das wird wahrscheinlich auch bei der 7.4 so sein, ohne dass ich jetzt überprüft habe. Ich bin zu 98% sicher. Ja. Dann hatten wir auch zwischendurch noch die Frage wegen Regenschutz, also Spritzwasserschutz, Staubschutz. Wie sieht es da aus? Auch jetzt wegen Staubschutz für den Sensor. Genau, also prinzipiell sind die Kameras aus der vierten Generation, wie die 7R4, und ich zähle jetzt auch die 7S3 dazu, auch wenn die nur eine 3 als Nummer hat, die Alpha 1 nochmal besser geschützt. Sony hat zum Beispiel das Bajonett komplett neu gedichtet, alle Türen nochmal neu gedichtet und verbessert, sodass der Regenschutz und Staubschutz da deutlich besser sein sollte als zum Beispiel noch in der 7R3 oder in der 7.3. Wie viel besser? Es lässt sich natürlich immer schwer quantifizieren. Ich kann so viel sagen, meine 7R4, die steht ja hier, ja, und meine anderen Kameras waren schon mehrfach klitsche, klatsche, nass. Ich bin schon ganz froh, dass kein Dreck mehr dran klebt vom letzten Mal. Ich hatte nämlich den irgendwann mal ins Feld gelegt, da war noch so ein bisschen Matsch an dem Drehrad und so. Ich habe einen Tierfotografie-Workshop gemacht, da hat es 2 Tage lang durchgeregnet. Also von morgens bis abends. Die Kameras laufen immer noch. Also ich kenne das Problem einfach auch nicht. Und ich glaube, das wird auch keins sein. Für den Staubschutz, habt ihr es gerade gesehen, gibt es ja die Möglichkeit, den Verschluss zuzuklappen. Ja. Da bin ich persönlich nicht sicher, ob das viel bringt. Ja. Das ist meine Einschätzung. Ich weiß es nicht, aber das wird die längere Zeit dann zeigen. Ja, was wir auch zum Beispiel auch in Erfahrung gebracht hatten, das war bei Canon, die haben es ja auch schon gemacht mit dem Lamellenschutz. Ja. Und das Problem war, wenn man das aktiviert, die Kamera geht aus und es kommt automatisch runter und ein Objektiv ist dran. Kann es sein, wenn Licht durchs Objektiv einfällt, dass diese Lamellen leicht anfangen zu schmelzen? Genau. Also muss man gucken, ob man es wirklich nutzen möchte. Aber vielleicht ganz kurz, müsst ihr halt euch so vorstellen, das sind ja irgendwelche Kunststoff mit Kevlar verstärkten, ganz dünnen Blätter. Die sind halt wirklich winzig dünn. Die dürfen ja so wenig wie möglich wiegen, damit sie schnell genug sind. Ne? Und wenn ihr da jetzt wie eine Lupe draufhaltet und die sich nur leicht verbiegen, dann ist das Ding halt im Eimer. Ja. Also deswegen ist es ein bisschen gefährlich. Ne? Also das stimmt, das ist mit Vorsicht zu genießen. Man weiß halt nicht, ob es viel bringt oder nicht. Also ich könnte es nicht benennen. Ich spontan auch nicht. Wir haben auch eine Frage noch zu den neuen Blitzgeräten. Die haben wir jetzt gerade nicht dabei, aber wir können natürlich auch da im Detail auch was beantworten, falls die Fragen da sind. Ansonsten ganz einfach gesagt, es gibt jetzt ein Update zu dem 60er Blitz. Es gab ja den 45er, der wird jetzt zum 46er.
Ich habe nur ganz kurz damit rumgespielt gehabt. Hattest du ein bisschen mehr Zeit gehabt? Nee, leider auch nicht, weil die wurden ja abends dann eingepackt und waren dann ganz schnell wieder weg. Also ich hatte die Kamera einmal kurz objektiv gespielt und die Blitze hatte ich einmal kurz in der Hand und sind dann weitergegangen. Ja. Also von daher, was ich aber sagen kann, ist, die lassen sich jetzt komplett über die Kamera steuern. Ja. Und für mich der größte Benefit, das klingt jetzt total banal, war aber eigentlich der Metallfuß. Sony hat den Fuß von dem Blitzschuh nochmal deutlich robuster gemacht. Das war so für mich das, wo ich sagte, aha, okay, der ist auch noch mal schneller geworden und so, aber da muss ich sagen, da hatte ich bis jetzt mit meinem 60er auch noch nie ein Problem mit. Also auch der, den fand ich schon relativ schnell, deswegen war das jetzt für mich nicht so der wichtigste Punkt. Da ist vielleicht wichtig die Weißabgleichskorrektur. Genau, die Weißabgleichskorrektur, die Standard, hatte der 60er auch schon. Jetzt gibt es eine erweiterte über komplette Steuerung mit einem neuen Flash-Prozessor, aber das habe ich nicht probiert, deswegen kann ich noch nicht sagen, wie viel besser das arbeitet. Das weiß ich jetzt aber auch nicht mehr auswendig, was da noch gezeigt wurde. Ja, also prinzipiell, was ich dazu sagen kann, ist, der Blitz hat einen komplett neuen Prozessor bekommen und er arbeitet jetzt quasi besser mit der Kamera zusammen, was Farbe angeht, was Autofokus angeht und so weiter und lässt sich auch komplett von der Kamera steuern. Habe ich noch nicht in der Praxis probiert, also ob das ein Benefit ist oder nicht, kann ich einfach Stand heute nicht sagen. Wenn Sony das aufschreibt, ist das ja in der Regel aber auch so. Ne? Also da mache ich mir wenig Gedanken. Ja. Es wird noch gerade gefragt, ob das Ansichtsmodell bei Foto Koch vorhanden ist. Jetzt gerade ja, heute Abend schon nicht mehr. Also genau, ich fahre damit heute Abend nach Hamburg und. Also deswegen die Leute, die vor Ort sind, heute auf jeden Fall mit rumspielen. Es ist erstmal wird es dauern, bis wir das in die Vitrine bekommen. Das muss leider in dem Moment gesagt werden. Es ist heiß begehrt. Ja, Dezember kommt ja die Kamera auch erst, ne? Also von deswegen, daher dauert das noch einen Moment, bis das die finale Produkte kommt. Dezember ist geplant. Wann ganz genau? Müsstet ihr wahrscheinlich in den nächsten ein, zwei Wochen bei Foto Koch erfahren. Ja, deswegen am besten ist immer eine Vorbestellung drauf machen in dem Moment. Wir geben immer Infos weiter, wann es wirklich kommt. Ne, von daher. Warte mal ganz kurz. Habt ihr Autofokus mal probiert? Ja. Und? Super. Ja. Feedback war super. Also ich wollte es nur mal für alle im Stream sagen, das kommt jetzt nicht von mir, sondern das ist von den Leuten, die es hier ausprobiert haben. Was eine Frage ist, die kam jetzt auch schon ein paar Mal. Das wird wahrscheinlich auch eine Frage, die jetzt auch regelmäßig kommen wird. 7C gegen jetzt die 7.4, würde sich ein Aufstieg lohnen? Ja, nein? Schwierig. Also die Frage ist ja immer bei einer Kamera, ob sich was Neues lohnt, was man genau braucht. Und für mich ist es so, dass ich sagen muss, die 7C ist super klein, super leicht, gerade mit den Mini-Gs. Ja. Das ist die 7.4 nicht mehr. Also die durch den Sucherbuckel und durch ein bisschen dickere Gehäuse ist die halt schon deutlich größer. Ja. Wenn also Größe das Hauptthema ist, dann würde ich sagen, lohnt sich's nicht. Von der Leistung her muss ich sagen, ja, lohnt sich. Was mich da am meisten reizen würde, sind halt die Videofunktionen. Also mich persönlich. Das wäre so das, wo ich sagen würde, Ergonomie und Videofunktion wäre für mich der wichtigste Punkt. Das muss jeder halt für sich schauen, was da für ihn oder für sie der größte Vorteil ist. Okay, dann haben wir, es wird gewünscht, dass wir noch einmal Slow and Quick erklären im Detail. Würde ich dann, weil die anderen da hinten noch spielen, mit der 7S3 machen, geht aber ganz genauso. Und zwar gibt es da hier oben auf dem Rad, bei der 7.4 ist es ja dann über diesen Schalter gelöst, S und Q. Und S und Q steht für Zeitlupe, Zeitraffer. Und ich schalte meine Kamera mal ein, dann können wir auch gleich uns das Display mal anschauen. Das ist das lange Kabel, ne? Und das ist jetzt das lange Kabel, ist die 1. Jetzt müsste ja auch die Umschaltung da sein. Sehr gut. So, das ist jetzt gezeigt mit der 7S3, aber es funktioniert genauso. Ich habe hier bei den Filmeinstellungen ganz oben, da gehen wir jetzt mal hin, habe ich die normalen Filmeinstellungen und dann habe ich hier Zeitlupe und Zeitraffer. Und hier kann ich wählen, als obersten Punkt, mit welcher Geschwindigkeit soll abgespeichert werden. Ich wähle jetzt hier mal 25 Bilder pro Sekunde und direkt unten drunter kann ich sagen, mit wie vielen Bildern pro Sekunde soll aufgezeichnet werden. Also die Kamera nimmt jetzt 100 Bilder pro Sekunde auf und speichert das Video dann mit 25 Bildern pro Sekunde ab. Sprich, alles dauert viermal so lange. Ich habe also eine vierfache Zeitlupe. Und das machen wir mal ganz einfach. So, ich ziele nochmal auf dich und du musst jetzt einmal während der Aufnahme ganz schnell winken. Ja, genau. Kannst auch noch ein bisschen sprechen, das ist immer am besten. Hallo, wie geht's euch? Nee, richtig sprechen. Nicht. Ja, okay. Richtig sprechen deswegen, damit man den Unterschied der Geschwindigkeit sieht. Ne? Wenn jemand so macht, dann hat man halt den Vorteil nicht. Aber wir können es ja an den Bewegungen sehen. Mach das einmal abspielen, Kamera. Dauert einen Moment. Wieso spielst du es nicht ab? Wieder 4K eingestellt, ne?
Das kann sogar sein. Das könnte sogar sein. Da muss ich nochmal kontrollieren, Entschuldigung. So. Ich kontrolliere es gerade nochmal in meiner Kamera, dass ihr auch das Bild hier verlangsamt sehen könnt direkt. Hat meine Kamera gar nicht. Da beantworte ich eben parallel noch eine Frage. 1080p, nur 120 Bilder pro Sekunde. 120, nicht 240. Nicht 240 wie bei der S. Genau. Ja. Deswegen wurden nicht alle Features übernommen, aber das der größte schöne Teil, der ist eigentlich jetzt auch. Ja, wie gesagt, 4K 120 kann sie ja dementsprechend auch nicht. Ja. Und das ist halt, glaube ich, auch ein bisschen dem Sensor und Co. geschuldet. Ja, ne? Definitiv. Muss man einfach gucken. So. Da haben wir das Bild. Wir lassen es auch mal laufen und dann loggen wir mal in. Jetzt müsste das verlangsamte Video gleich auftauchen. Wenn nicht, lassen wir es einfach durchlaufen und gucken es nochmal. Wenn ich spule mal ein bisschen zurück. Ja, schon. Halt, du bist ja, da kann man schon sehen. Es ist halt echt fies, wie brillant das Bild ist, auch in der Zeitlupe. Ne? Unten könnt ihr übrigens sehen, das Bild, was wir jetzt aufgenommen haben. Ah. All Intra, 25 Bilder. Ja, war klar, wir haben es in 4K mit All Intra aufgenommen, deswegen hat es auch einen kleinen Moment gedauert. Ja. Sorry, meine Kamera ist halt so eingestellt. Max, wir verzeihen dir immer, wenn du auf höchste Qualität alles machst. Ja, wenn die Kamera das kann, ne? Ja, warum sollte man es nicht nutzen? Ich habe hier noch, lassen sich die Fokusrahmenfarben ändern, wie bei der 7R4? Ja, lässt sich wieder rot und weiß einstellen. Okay. Genau. Super, perfekt. Und lila ist auch dabei, wenn kein Fokus gefunden werden kann. Hatte ich neulich eine Frage von einem Sony-Mitarbeiter, der ganz aufgeregt kam und sagt, mein Fokusfeld war lila. Ja, wenn ihr keinen Fokus finden könnt bei AFS, weil ihr zum Beispiel zu nah dran seid, dann wird das Feld lila und zeigt euch, pass auf, hier kann kein Fokus erreicht werden. Naheinstellgrenze unterstrichen. Ja. Es wurde noch wegen der Programmierbarkeit der Räder. Oben wurde gesagt, sind zwei Räder nicht beschriftet, sind beide programmierbar. Also das eine Rad ist ja, um Werte zu verstellen. Das kann man umstellen und man kann da auch eine Sonderfunktion drauflegen. Findet man in den Einstellungen im Menü unter Mein Regler. Mhm. Das heißt, ich kann über eine Taste dann verschiedene Optionen auch auf diese Räder legen. Das ist aber ein bisschen anders als das Belichtungskorrektur, oder ich sag jetzt mal Belichtungskorrektorrad. Das ehemalige Belichtungskorrektorrad, so ist es richtig. Das lässt sich dann wirklich programmieren. Auch nicht mit allen Funktionen, aber mit relativ vielen. Mhm. Alles klar. Alles, was auf dem Rad halt Sinn macht, ne? Genau. Also ist ja offiziell nicht erlaubt. Ich habe natürlich ein paar Bilder gemacht und für mich, ich weiß, dass der Merlin zuguckt, viele Grüße übrigens, für mich war jetzt visuell kein Unterschied im Rauschverhalten. Das, obwohl die Kamera eine höhere Auflösung hat. Ja. Ich habe aber keinen direkten Vergleich gemacht, auf dem Stativ ganz genau gegeneinander getestet. Ich kann es jetzt nur so aus meiner Erfahrung aus der Hand sagen und das Ergebnis ist erstaunlich gut. Also das war jetzt mein Eindruck. Ne? Ähnlich. Ich habe auch kurz ein paar Testsachen gemacht. Ich fand es auch sehr, sehr solide, vor allem bei der Auflösung. Also absolut kein Problem. Für die Leute, hattet ihr auch schon probiert gehabt oder wartet ihr? Erster Eindruck? Das neue Gehäuse ist toll, ne? Ja. Also Feedback war gerade eben für alle im Stream, liegt super in der Hand. Das ist halt das neue Gehäuse, ist einfach, was das angeht, sehr, sehr viel angenehmer. Ja, definitiv. Wir hatten zwischendurch noch eine Frage. Tethering wegen 5 GHz. Mhm. Möglich? Ja, nein? Muss ich gestehen, habe ich nicht überprüft. Ich weiß aber, dass Tethering über USB geht, mit der schnelleren Geschwindigkeit, über LAN geht, über den USB-Port. Da gibt es einen Adapter, LAN-Adapter zu USB-C. Und ich bin mir zu 99,5% sicher, auch wenn ich es nicht überprüft habe, dass es auch per Wi-Fi geht. Mhm. Weil durch 5 GHz Netzwerk müsste auch das, also direkt in den Rechner schießen oder direkt über den Router in den Rechner schießen, müsste gehen. Habe ich jetzt nicht überprüft, ich möchte jetzt die Kamera von da nicht holen. Ja, nee, kein Problem. Verzeiht mir also, wenn jetzt die Info nicht richtig ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es geht. Was ich auch noch ein cooles Feature fand, war jetzt auch im Zusammenhang mit der App als Update, dieses Low Latency, dieses Low Energy Übertragung, das halt dauerhaft eigentlich verbunden ist. Ja. Das kam jetzt bei der Präsentation nur so einmal ganz kurz. Das ist eigentlich aber ein ziemlich interessantes Feature, wenn man die Kamera halt immer als Hybrid auch mit dabei haben möchte. Das ist ungefähr so wie Apple AirPods oder sowas, wenn man die kennt. Man macht sie auf, ist sofort verbunden in dem Moment. Genau. Ähnlich ist es da jetzt eigentlich mit der Kamera. Die ist nach einmal eingerichtet, durchgehend mit dem Handy verbunden, Direktübertragung.
Genau, und das ist halt jetzt einfach viel leichter geworden. Ja. Ne? Und vielleicht auch für alle noch ein ganz wichtiger Punkt, man kann mit dem Smartphone jetzt die Kamera auch mit Fokus per Touch bedienen und man kann auch RAW-Bilder aufs Smartphone übertragen, endlich, wünsche ich mir seit 3 Jahren, ja. Geht jetzt. Das sind so Kleinigkeiten, aber die halt mein Leben leichter machen. Ja. Kleinigkeiten, die das Leben auch leichter machen, ist es auch Punkt Streaming. Es ist immer aktueller. Oh, ja. Aktuell sind wir jetzt auch im Stream. Wir machen es ja noch über Mischpult, weil wir jetzt mehrere Kameras mit HDMI anbinden. Aber mit der 974 ist es etwas angenehmer und leichter geworden, wenn man streamen möchte. Ja, einfach USB-Kabel dran geht. Ne? Ja. Können wir vielleicht auch nachher zeigen. Ich habe das USB-Kabel, ach nee, es liegt jetzt noch da hinten. Aber das ist schon einfach anschließen geht. Also ja. Du musst nichts installieren, es geht auf dem Mac, es geht auf dem PC und vor allem der Ton wird übertragen. Das heißt, du kannst ein externes Mikrofon an die Kamera anschließen und hast dann direkt perfekten Ton. Das Video dazu habe ich übrigens schon vorbereitet, das kommt wahrscheinlich in 2 Wochen oder in 1,5 Wochen. Also gedreht ist es schon, finalisiert und geschnitten ist es schon, ist es nur noch nicht online gestellt. Okay. Okay, was da auch schön ist, sowas wie ZVE-10, die konntest du ja jetzt auch, aber jetzt mit der 7.4, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch mit einer höheren Auflösung als jetzt die alte ZVE-10. Also sowohl 4K als auch Full HD, aber 4K allerdings nur mit 15 Bildern, Full HD mit 60 Bildern oder bis zu 60 Bildern. Was ich aber viel interessanter war, dass man auch gleichzeitig auf die Speicherkarte aufnehmen kann. Weil das ging nämlich bei der ZVE-10 nicht und das war so ein Punkt, wo ich sagte, ah, das hätte ich mir gewünscht, weil dann hast du halt ein Backup und hast es eben nicht nur im Online-Meeting und könntest es halt noch archivieren oder für andere Sachen nutzen. Ich überlege gerade, was war noch so ein Feature, was... Okay, das mit Focus Briefing, das können wir gerade noch nicht zeigen. Das wäre eigentlich noch ganz cool. Ansonsten, Focus Breathing könnten wir sowohl live zeigen, ich kenne es aber auch im Video. Also wir können es uns auch im Video anschauen, wenn das gewünscht ist. Wenn ihr da noch... Zeige im Video. Okay. Ich lasse mal erstmal noch auf der 1, bis du da das Video gefunden hast, dann... Das wüsste ich da gleich mal. Video habe ich noch offen, glaube ich. Ach, hast du. Ich muss nur den richtigen Punkt im Video finden. Moment. Kein Problem. So. Und dann nochmal aufrufen, ne? Fragen stellen im Chat, damit wir das Ganze auch beantworten können. Ich bin so langsam unten, bin ich durch. Sehr oben gut. Sind noch sehr, sehr viele, eventuell mal zwischendurch oder schon beantwortete. Falls da irgendwas übersehen wurde, einfach nochmal neu posten, damit wir das Ganze dann auch direkt beantworten können. So, da ist der Punkt. Wird noch gefragt, wird die Kamera mit einem Kit-Objektiv im Paket angeboten? Oh, da muss ich gestehen, das weiß ich gar nicht. Weiß ich auch gar nicht. Ich glaube, wir haben keine Kits bislang, keine offiziellen Kits angelegt, wenn dann vielleicht fremd zusammengestellte. Aber... Ich glaube auch ein 2405 wird es wahrscheinlich geben, ne? Das ich hätte es schon, ja, oder mit der kleinen Optik oder sowas. Das wahrscheinlich am meisten Sinn macht. Ja. Okay, ich bin soweit. Du kannst gerne umschalten. Jo, damals. Genau. Also Focus Breathing vielleicht bedeutet, dass wenn mein Objektiv von nah auf fern stellt, dass sich der Bildausschnitt leicht ändert. Das hängt einfach damit zusammen, dass hier eine Linsengruppe verschoben wird und damit natürlich auch die Bildwirkung. Das könnt ihr hier im Bild ganz gut sehen. Da erkläre ich das gerade und mein Kollege nimmt jetzt gleich das rote Fokusfeld und schiebt es auf den Hintergrund. Da erkläre ich jetzt erstmal, was Breathing ist. Und dann können wir gleich den Unterschied sehen. Zeigen wir euch einfach mal, habe ich da erzählt. Jetzt schiebt er das Fokusfeld nach hinten und achtet mal links und rechts auf die Bildränder. Da kann man es am besten sehen. War schön, wenn man aus Erinnerung noch gucken muss, wann habe ich was ungefähr gesagt. Ne, jetzt kommt es, jetzt stellt er das Feld um. Und wenn ihr jetzt euch den Baum anschaut, da ist der Baum jetzt ganz drauf und wenn er wieder zurückgeht, wird ein Teil des Baums quasi weggeschnitten. Ja? Und das ist eben Focus Breathing. Und was wir dann gemacht haben ist, wir haben hier das im Menü umprogrammiert auf eine Taste, damit ihr auch direkt den Unterschied nochmal sehen könnt. Weil bei der einen Aufnahme war es jetzt so, da sieht man es nicht. Ne? Und jetzt haben wir es im direkten Vergleich. Dann seht ihr auch den Bildausschnitt, der gemacht wird. Jetzt ist das Breathing quasi normal, jetzt ist es an. Und wenn es an ist, macht die Kamera einen kleinen Ausschnitt und sorgt aber dann dafür, dass der Bildausschnitt sich nicht mehr ändert. Das heißt, wenn wir jetzt mit Breathing On arbeiten, bleibt der Bildausschnitt komplett identisch, egal wo ich scharf stelle. Das ist so eine Geschichte, das können normalerweise nur sehr, sehr teure Cine-Optiken. Ja, genau deswegen finde ich das so. Und jetzt geht das mit einer Foto-Optik einfach so. Ihr habt es gesehen, Bildausschnitt hat sich nicht geändert. Ja? Mit Breathing On. Und das ist natürlich für alle Videofilmer so ein Highlight. Ne?
Jetzt schalten wir es wieder aus und dann könnt ihr den Unterschied wieder sehen. Da fährt jetzt der Bildinhalt. Funktioniert aber nur mit Sony-Optiken. Funktioniert ja nur mit nativen Objektiven. Mhm. Es wurde gerade gepostet im Kit 2870. 28, oh, das hätte ich nicht erwartet. Ich auch nicht, aber okay. Warum nicht? Zack, so. Bildschirm komplett mit Touchscreen bedienbar. Ja, haben wir vorhin gezeigt. Geht, das heißt, ich habe die Möglichkeit, sowohl im FN-Menü per Touch zu arbeiten, im normalen Menü mit Touch zu arbeiten, das geht alles. Mhm. Lädt die Kamera dauerhaft auch im eingeschalteten Zustand, gerade für zum Beispiel Webcam-Bedienung? Nein, also du kannst über den USB-Port natürlich immer deine Kamera mit Strom versorgen. Mhm. Wenn die Kamera aus ist, wird der Akku geladen. Wenn die Kamera an ist und du schließt ein separates Netzteil an oder eine Powerbank, dann wird das über Power Delivery schon stark geladen, aber der interne Akku leert sich mit der Zeit trotzdem ein bisschen. Wenn man das zum Streaming nutzt, ich denke so 5 bis 8 Stunden sind locker drin mit dem Akku. Normalerweise wären so 1,5 Stunden drin, ne, sodass man so ein Verhältnis hat. Mhm. Habe ich aber noch nicht dauerhaft getestet, weil für solche Zeittests, ne, wie lange läuft was, wann schaltet sie ab, hatten wir einfach keine Zeit in 1,5 Tagen. Deswegen auch, es gab zwischendurch auch die Frage wegen Überhitzung, es wird besser sein, aber ob's und es wie wird, viel... Ich bin ziemlich sicher, es wird keinerlei Überhitzung in irgendeiner Form geben, die relevant ist, weil bei der 7S 3 und bei der Alpha 1 gibt es die auch nicht. Ja. Da habe ich das ausführlich getestet, ich schaffe es nie, eine Kamera zu überhitzen, wenn die auf Hitze- oder auf Temperaturfühlermodus hochsteht. Und da die das gleiche System verwendet, ich glaube, da wird es kein Problem geben. Also wäre jetzt meine Einschätzung. Wie gesagt, ich habe noch keinen Dauertest gemacht, aber... Mhm. Bei den Leuten vor Ort noch eine Frage? Oder bislang alles bedient? Alles bedient, alle glücklich. Der ist super. Eine Frage hätte ich noch. Ja, hau raus. Als zweite Body, wir haben momentan eine 7R3 und als zweite Body wollen wir uns die Frage holen. Ich würde sagen, wenn du eine 7.4 kaufst, wird es ganz, ganz schnell deine Erstkamera. Ja. Ja. Das wird genauso passieren. Also da bin ich mir sehr, sehr sicher, weil allein der schnellere Fokus und die bessere Lowlight-Performance vom Fokus und das noch schnellere Finden plus den bisschen besseren Griff. Da, ich brauche jetzt einfach ein Small Body, deswegen habe ich auch so lange gewartet. Da wirst du sicherlich mit der 7.4, das wird bald dein Erstbody sein und die dritte Generation wirst du dann. Kannst du alles 1:1 verwenden, genau. Okay, dann haben wir noch eine Frage. Temperaturempfindlich mit Minusgraden. War jetzt, glaube ich, in den letzten Tagen schwierig zu testen, ob es irgendwelche Einschränkungen gibt. Ich weiß nicht, ob du mit den Kameras so sonst mit Minusgraden mal unterwegs warst, mit den neueren Generationen. Also ich selber nicht. Mit der 7R4 war ich schon bei minus 10 Grad, aber nicht viel drunter. Mhm. Ich kenne aber einige Leute, die damit natürlich Nordlichter machen und so fahren und die auch gesagt haben, minus 20 ist kein großes Problem. Mhm. Minus 25 ist kein großes Problem. Wo man immer ein bisschen aufpassen muss, ist das Display. Das wird so ein bisschen träger, wenn es sehr, sehr kalt wird. Und man muss natürlich Akkus warm halten. Das ist so ein Tipp, aber ja, ich kenne da relativ viele Leute und die haben alle gesagt, das ist kein Problem. Ich habe es aber nicht selber probiert. Mhm. Dann gab es noch die Frage, wie viel besser ist der Griff wirklich? Das hatten wir vorhin ein gutes Beispiel gehabt. Wir hatten einfach nur gefragt, wie es auch in der Hand liegt und es war sofort, fühlt sich geil an. Das ist einfach die Sache, wenn man schon mal die neueren Generationen in der Hand hatte, jetzt eine 7R4 oder S3. Das ist ja immer mit so Gefühlgeschichten, ne? Ja, mein ist Tipp, schwierig. Mein Tipp wäre, zu Fotokoch kommen, eine 7S3 in die Hand nehmen und gucken, ob es für einen passt. Ja, aber allein, wenn man noch die Buttons gewohnt ist und sowas, das macht schon, es macht mehr Spaß, die Knöpfe zu drücken. Das hört sich immer blöd an, aber es fühlt sich einfach schöner an, was die Druckpunkte alleine angeht. Und dann noch ein besserer Griff, der besser in der Hand liegt, das macht einfach mehr Spaß beim Arbeiten. Dann habe ich noch GPS-Übernahme von Smartphone in den Bilddaten möglich. Ja, also ich habe nicht gelesen, dass es raus ist und dass bei den alten Kameras auch schon geht, ist es kein Problem. Mhm. Ob die Belederung inzwischen besser geworden ist bei den Griffen? Ich hatte neulich einen Kunden, der sich darüber beschwert hat bei der ersten Alpha 7, also wirklich jetzt eine Kamera, die jetzt dann schon 7 Jahre alt ist oder 8 Jahre alt ist. Und der sagt, der hatte damit ein Problem. Ich kenne es von meinen Kameras eigentlich gar nicht. Ich auch nicht bislang. Also meine 7R4 ist jetzt schon sehr, sehr lange im Einsatz. Und da ist nichts dran. An der 7S3, die ich auch eigentlich gefühlt jeden Tag in der Hand habe. Also ich kenne das Problem nicht. Es ist, von daher kann ich nicht sagen, ob besser oder schlechter. Und Langzeit ist sowieso immer schwer zu beantworten. Ja, ne? Das stimmt.
Ladegerät im Lieferumfang, ja oder nein? Schwere Geschichte, weil ich war ja gerade eben so etwas verwundert, als sie uns gezeigt haben, pass auf, jetzt haben wir eine Box mit ja. Einem Wrap aus Papier und einem Dings. Ich habe noch nie eine finale Box gesehen, weil die Kiste, in der es aktuell ist, ist so eine Vorserienbox, die ist unbedruckt, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Gut, dann sind wir wenigstens auf demselben Stand. Muss ich gestehen, weiß ich nicht, weil ich noch keine Originalverpackte gesehen habe. Mhm. Nochmal eine Frage vom Rauschverhalten. Wir hatten es vorhin schon einmal erklärt, wir haben keine finalen Tests machen können, weil einfach die Zeit auch fehlt in dem Moment, aber der erste Eindruck von dem, was wir so gesehen haben, ist sehr solide. Ja. Mal eben, aber das wenigstens erstmal auf den neuesten Stand. Kommt gerade noch eine Umfrage ein, ob man die A7 IV kaufen möchte oder nicht. Ich mache mal direkt hier auf Ja. Dann sehe ich auch die Ergebnisse. Sehr gut, dann siehst du die Ergebnisse. Dann würde ich sagen, wenn es so keine Fragen mehr gibt, dann können wir den Stream vielleicht verabschieden. Können sagen, hier alle, die vor Ort sind, können noch ein bisschen mit der Kamera spielen. Wir beantworten dann gerne Fragen auch nochmal einzeln. Gerne. Und alle anderen können ja Fragen unter das Video noch posten. Ne? Und ihr habt das, ihr monitort das ja. Ja. Okay, warten wir mal kurz mal ein, zwei Minuten. Okay. Ansonsten, ne? Genau. Ist ja auch nicht nur bei uns mit dem Video, du hast ja auch jetzt noch ein Video, was auch noch zur Kamera auch kommen wird. Ne? Da sind schon beide hoch. Also ihr könnt das, was ich jetzt hier live gezeigt habe, das war ja ein Ausschnitt daraus, könnt ihr live bei mir im Kanal sehen. Deswegen, also wir arbeiten gerade noch dran, dass unser Video auch mal online kommt. Es steckt im Upload, kommt also auch gleich. Deswegen ging das mit dem WLAN auch nicht. Der blockiert die Leitung im Moment. Verstehe. Ja, das ist immer die Supertechnik hier. Da haben wir auch noch was bekommen. Wie zuverlässig funktioniert Autofokus mit dem Adapter LAR 4 oder 5 mit den Armmount-Objektiven? Also 4er, würde ich sagen, hat ja ein eigenes Adapter, ein eigenes System. Deswegen spielt der gar keine Rolle. Wenn dann der 3er und der 5er, habe ich nicht probiert. Oh, Merlin hat gerade geschrieben, das Ladegerät ist im Lieferumfang. Das Ladegerät, siehst du, der weiß das schon. Ich habe noch nicht geguckt. Also Ladegerät ist dabei. Ja. Muss man kein neues Menü dazu holen. Ansonsten in der Kamera laden geht immer. Ne, wenn man unterwegs ist, ein bisschen Prozente draufpacken. Ansonsten extern laden ist dann auch möglich. Gut, nee, ich glaube, so ist sonst erstmal nichts. Ich gucke mal in die Umfrage rein. 77% sagen ja. Ja, wie gesagt, also ich kann ja nur so mein Feedback mal geben. Ja. Ich habe 2 Tage damit gearbeitet, habe ein paar Sachen ausprobiert, habe am Anfang so ein bisschen geguckt, was ist interessant, wo könnte es hingehen. Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr überzeugt sie mich, weil sie eigentlich alle für mich relevanten Punkte abdeckt. Ja. Und ich bin auch ganz ehrlich, wenn ich nicht eine 7S III schon hätte, würde ich überlegen, ob ich dann 2 davon kaufe. Weil ich in der Regel die 4K 120 sehr selten brauche und 4K 50 auch eher selten. Deswegen wäre es für mich wahrscheinlich sogar die sinnvollere Kamera, weil ich ein bisschen Geld spare und dann mit 2 Kameras arbeiten kann. 10-Bit 422 ist dabei, S-Cinetone ist dabei, Autofokus ist dabei. Das sind mal die Punkte, die mir jetzt persönlich sehr wichtig waren. Mhm. Großer HDMI-Port plus die höhere Auflösung, was beim Fotografieren natürlich angenehm ist. Einzige, wo ich sagen würde, da mag ich die 7S III lieber, ist noch der Sucher mit den 9,44 Millionen Bildpunkten. Ja, das ist, da geht mehr, aber die Kamera ist auch deutlich teurer. Mhm. Also von daher. Ja, definitiv. Bei mir ist es so der Fall, bei mir ist es ähnlich. Je mehr ich denke, umso besser wird sie. Ich sehe sie sehr stark in Reportage für Hochzeiten, sowas, auch für den Hybrid-Shooter, Foto und Video. Es ist halt wieder ein richtig guter Allrounder. Ja. Ne? Mhm. So, sie kann alles so gut, dass man sagt, oh ja, da ist eigentlich alles drin, was ich brauche. Und ich glaube, das trifft für die meisten Leute zu. Also wäre jetzt meine Einschätzung. Glaube ich auch. Bildstabilisator für Video. Ich brauche nicht unbedingt einen Gimbal. Ansonsten, falls ich einen Gimbal nutze, habe ich einen perfekten Autofokus. Ja. Auf jeden Fall gut dafür geeignet. Super. Dann würde ich erstmal sagen, wir verabschieden uns. Vielen Dank an die Zuschauer, dass ihr alle da wart. Natürlich auch die Leute hier vor Ort, dass ihr da wart. Ihr könnt natürlich gerne noch mal kurz dran grabbeln, wenn ihr möchtet. Das ist natürlich absolut kein Problem. Und wenn Fragen im Nachgang sind, natürlich entweder zu Fotokoch oder ansonsten bei Christian vorbeigucken. Er hat auch Schulungen, wenn man mal wirklich was im Detail haben möchte. Von daher einfach vorbeischauen. Super. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.